So, ich darf Sie sehr herzlich im Porgy & Bess begrüßen. Ich darf auch sehr herzlich aus dem Porgy & Bess begrüßen, nämlich all jene, die im Stream dabei sind. Wild but hard ist das Motto, einmal im Monat zu einer unmöglichen Uhrzeit, würde ich sagen. Wild but hard, Kupferblumen lädt zum Frühstück ein und lädt immer einen Gast zum Frühstück ein. Und dieses Mal ist es Andreas Witterseck, den muss man in dieser Stadt wahrscheinlich nicht wirklich vorstellen. Ist er doch zum Beispiel augenblicklich mit dem Herrn Karl gerade in aller Munde. Ich darf viel Vergnügen und gute Unterhaltung wünschen. Markus Kupferblum, Andreas Witterseck. Danke, lieber Christoph. Guten Morgen. Guten Morgen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder bei uns sind in dieser Serie Wild but Hard. Und jetzt habe ich heute einen Gast, den man irgendwie überhaupt nicht vorstellen muss. Er passt so richtig in das Schema Wild but Hard. Wild, aber mit Herz, sozusagen. Und auch Wild at Heart fast schon. Mhm. Also die ursprüngliche Wortbedeutung von Natur aus wild. Dieser Film eigentlich. Von David Lynch war das? Oder genau. Ja, ja. Und unser Frühstückstitel ist ein bisschen ein Wortspiel. Ich höre die Kaffeemaschine noch rauschen. Mit dem Frühstück, das ist hier immer. Es ist Frühstück ohne Frühstück. Es ist ein Frühstück ohne Frühstück. Es ist das, die geistige und kulinarische Nahrung, die man sich hier im Porgy gönnt. Meine Damen und Herren. Mein iPad funktioniert nicht. Wie kann man besser anfangen als mit einem Flop? Du, Andi. Ja. Ich lese dir was vor. Du liest mir was vor. Was der Dimitri. Ein schönes Buch. Ja, der Dimitri hat ein Buch geschrieben über seine Existenz als Clown. Und ich muss dazu sagen, ich lese es mal vor. Die Rolle, die ich als Clown auf der Bühne spiele, ist eigentlich nur ein Abbild der Welt, der Menschen und ihres Alltages. Angeschaut durch ein Vergrößerungsglas. Im Theater bringe ich dies in eine künstlerische Form und die Fantasie spinnt dann weiter, bis ich der Schöpfung einen Streich spiele, indem ich etwas erfinde, das die Schöpfung vergessen hat. Schön, aber trifft, glaube ich, auf viele Kunstarten zu, nicht? Ich habe das Gefühl, das ist ja nicht nur vom Clown begrenzt, sondern auf jede Kunst, die mehr zeigt, als man im ersten Moment in der Realität sieht. Und beim Clown ist es halt wahrscheinlich das kleine Missgeschick, das persönliche Scheitern und die Poesie kommt da dazu, glaube ich noch. Ich finde, Dimitri, du weißt wahrscheinlich nicht, ich wollte ursprünglich dorthin gehen in die Schule, nach Ascona, habe mich beworben. Und habe dann die Unterlagen bekommen und habe mit den Unterlagen dann auch das Schulgeld, also praktisch was das kostet, bekommen. Und das habe ich dann meiner Mutter gezeigt und hat gesagt, no way, also das geht sich nicht aus und dadurch ist das gescheitert. War aber eine tolle Schule. Dort, das war teurer als der Lecoq? Viel teurer als der Lecoq. Lecoq ist sich dann irgendwie noch ausgegangen mit Studentenkredit und alles verkaufen und so. Da sind wir genau schon bei dem Thema, wo ich eigentlich beginnen wollte, ja. Andi. Was war das erste Mal, wo du das in Erwägung gezogen hast, Theater zu machen? Und gerade auch diese Form dieses poetischen Theaters. Also das aller erste Mal, wo ich das Gefühl gehabt habe, da ist irgendwas Neues, was ich nicht kenne, was mich interessiert, war eigentlich schon in der Schule, wo man im Deutschunterricht mit verteilten Rollen gelesen hat. Und ich weiß, ich war wirklich ein sehr mittelmäßiger Schüler, also mittelmäßig bis gerade noch durchgekommen. Und Deutsch war aber irgendwie, hat mich interessiert, Literatur hat mich eigentlich auch interessiert, weil es so ein bisschen eine Fluchtmöglichkeit war. Und da haben wir den Wojciech gelesen, weiß ich noch. Und der Herr Professor Flieder, mein Deutschlehrer, hat mir halt den Wojciech zum Lesen gegeben
Und ich habe dann gelesen und habe mich auf einmal so reingesteigert in diesen Text, der ja geeignet ist, um sich reinzusteigern. Nicht? Andere ist die Freimaurer. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, da entsteht was in mir, wenn ich das lese. Und dann habe ich mir gedacht, ah, da ist was. Dann habe ich natürlich Literatur und Theater interessiert, habe dann studiert, Theaterwissenschaft und Germanistik. Und einfach um Geld zu verdienen, bin ich dann Komparse geworden am Burgtheater. Und da habe ich schon gemerkt, dass mich dieses Theaterproben und die Praxis am Theater mehr interessiert als das Theoretische. Damals war das Institut noch am Michaelerplatz und das war halt verstaubt. Das war halt noch der Nazi-Mief vom Kindermann, ja. Ist da noch durchgeweht durchs Institut. Und diese Theatergeschichte von Kindermann, 10 Bände, und ich habe da irgendwie recherchiert über die Entwicklung des Ärmels im Kostüm des 18. Jahrhunderts und habe mir gedacht, das kann es ja nicht sein. Ja? Und dann habe ich aber nebenbei die Proben gehabt und unter anderem mit George Ostrela. Und George Ostrela hat damals geprobt im Burgtheater das Spiel der Mächtigen, das war Shakespeare-Collage gewesen, die Rosenkriege. Und das Ganze hat er inszeniert in einer Zirkusmanege. Und dafür hat er halt gebraucht, so Komparsen, die ein bisschen mehr Bewegungssachen machen, die so den Thron aufstellen und ein bisschen hupfen. Und dadurch, dass ich damals noch sehr sportlich war und Fußball gespielt habe, habe ich die körperlichen Voraussetzungen mitgebracht und wurde halt ausgewählt als einer der besonderen Komparsen mit extra Aufgaben. Und wir wurden dadurch, haben ein Training gehabt mit einer Pantomimin aus dem Piccolo-Theater aus Mailand. Und da habe ich schon gemerkt, ah, das interessiert mich eigentlich mehr als der Ärmel des 17. Jahrhunderts. Und weil das hat auf einmal mit meinem Körper zu tun. Und infolgedessen habe ich dann weitergemacht, bin dann zu Sami Molfer gegangen. Mhm. Der hat damals gerade angefangen an der Akademie, also an der Hochschule. Am Rainer Seminar. Am Rainer Seminar, ja. Genau, Kurse, also ja. Zu unterrichten. Mhm. Und hat aber nebenbei so Kurse gemacht für Außenstehende. Und da habe ich halt mitgemacht und habe mir gedacht, ach, das ist eigentlich sehr interessant, das mit der Pantomime, mit dem Gegenpunkt und so, und das, nicht? Gehen am Stand und so Sachen, diese klassischen Pantomimengeschichten. Und dann habe ich mich immer mehr in das vertieft und bin also immer mehr in die Praxis hineingerutscht und weg von der Theorie. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung am Mozarteum gemacht in Salzburg, habe sie auch bestanden. Und bin nach 5 Tagen wieder gegangen, weil ich gesagt habe, das ist dann doch nichts für mich. Weil da waren lauter kleine Schauspieler, die gesagt haben, der jugendliche Liebhaber, der Bösewicht, das war mir alles zu, wie ich wollte. Aber das war die Zeit, wo man gesagt hat, wo die Suche nach sich selbst groß angesagt war. Ne? Wer bin ich? Nicht? Ich will nicht einen anderen spielen, ich will mich finden, die große Ich-Findung. Und dann bin ich wieder weg aus dem Mozarteum und bin dann herumgezogen in Europa, war bis in Holstebro in Dänemark beim Odin-Theater, beim Eugenio Barber, der das Buch ausgebracht hat von Grotowski und so weiter. Also hast du das da? Ja, für ein armes Theater. Nein, das ist Bruck. Das ist der Grotowski war das arme Theater, aber das ist das Kanu aus Papier vom Eugenio Barber. Ja. Und also habe eine Woche einen Workshop mit Eugenio Barber gemacht, was wahnsinnig prägend war für mich. Mhm. Tolle, tolle Erfahrung. Der Workshop hat begonnen jeden Tag. Eugenio Barber ist ein Neapolitaner, der seine Karriere eigentlich in Dänemark gemacht hat, weil die haben das bezahlt. Haben das finanziert, dass er da mit seiner Truppe wirklich hinkommt und wirklich Laborarbeit macht. Und das ist eben das. Ich finde das ganz schön. Entschuldige, dass ich dich jetzt unterbreche. Ja, ich glaube, ich galoppiere so davon, du, man muss das. Ich wollte schon bei der Mittelschule, beim Gymnasium wollte ich schon einhaken, weil du ja in der Waltergasse warst. Waltergasse mit den Lehrern Stefan Weber von Litrati Waberl und mit Ernst Jandl. Und weißt du, dass der Raul Hausmann auch Schüler war? Nein. Der Raul Hausmann, der einzige österreichische Dadaist, der wirklich, wirklich maßgeblich Literatur geschaffen hat und der auch, also ohne Raul Hausmann wäre Ernst Jandl undenkbar und Mayröcker auch, die sind ja dann zu ihm gefahren, noch nach Limoges, wo er gewohnt hat im Exil und kein Mensch weiß, dass der aus Wien stammt und kein Mensch weiß, dass der in der Waltergasse war. Und es gibt nirgends eine Gedenktafel. In ganz Wien gibt es keine Gedenktafel. Aber in der Waltergasse ist auch nichts, steht da nichts. Also dann muss man mal hingehen und sagen, ja, ja.
Also, ja. Hast du eine Gedenktafel? Ich habe eine Gedenktafel, natürlich. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, nein, also jedenfalls, der Andi hat jetzt ganz viele, ganz wichtige Namen genannt in der europäischen Theatergeschichte, und zwar vor allem in mittlerweile Theatergeschichte, aber das sind alles Menschen, der Eugenio Barber lebt noch, der arbeitet immer noch in Dänemark. In Holstebro, ja. Und das sind Leute, die forschen ihr ganzes Leben, und die haben auch den Luxus, dass sie scheitern dürfen. Und die Dänen waren so großzügig, den Eugenio Barber scheitern zu lassen und nicht zu sagen, ich nehme dir deine Existenz weg. Und das ist etwas, wo dann wirkliche Exzellenz entsteht und die dann wieder, und deshalb habe ich das da unterbrochen, Andi, weil ich finde das wahnsinnig schön, weil diese Menschen, der Dimitri ist ein spezieller Fall, weil er ein Performer war, aber der Eugenio Barber hat mit Schauspielern gearbeitet, der Jacques Lecoq auch, und das sind Leute, die dann mit einer unglaublichen Arbeit auch das schaffen können, dass der Menschen wie der Andi das täglich Impulse, auf der Bühne ja. Euch so bringen können, dass das so einfach ausschaut. Und wir haben heute kurz schon über den Rudolf Buchbinder gesprochen. Wenn der Klavier spielt, dann sitzt der allein, ich habe das im großen Konzerthaussaal in Luxemburg erlebt, ein riesiger Steinway, und der Buchbinder mit geschlossenen Augen spielt wirklich mit geschlossenen Augen Beethoven eine Stunde lang. Und dann denkst du dir, boah, das ist eh leicht. So. Und wenn ich Beethoven spiele, dann denkt ihr euch alle, Bob, muss das schwer sein, ja, weil ich es nicht kann. Also alles, was leicht ausschaut, ist genial, und alles, was schwer ausschaut, ist schlecht. Und da sind wir jetzt dann wieder beim Andi. Aber da gibt es eine schöne Anekdote, wo bei einer Probe, dann nach der Probe, der Regisseur zum Schauspieler sagt, ja, aber das war nicht so toll, was du da gemacht hast. Und er sagt, ja, aber ich habe mich eh so bemüht. Er hat gesagt, eben, das hat man gemerkt. Ja, ja, genau. Ja, absolut. Und eben, dass man dann mit einer Leichtigkeit etwas bringen kann, das ist wirklich dann das ganz Tolle. Aber jetzt müssen wir den Faden wieder aufnehmen. Du warst beim Eugenio Barber. Also bei Eugenio Barber, und ich wollte am liebsten dort bleiben. Mhm. Ja, also das war so eine tolle Arbeit mit denen und mit dieser Gruppe, die auch so wahnsinnig freundlich und so offen war. Und der Workshop war sensationell. Der hat begonnen um Punkt Mitternacht. Hat der Workshop begonnen. Er hat gesagt, wir müssen das brechen, wir müssen das Alltagsschema brechen, anderen Rhythmus und so weiter. Und wir haben begonnen mit einem Dreiviertelstundenlauf in den Wald, in den dunklen Wald hinein. In so Kleingruppen zu ungefähr 8 Leuten. Und die Aufgabe war, man muss in einer Dreiviertelstunde wieder zurück sein beim Theater, und man darf kein Wort sprechen. Das heißt, es gibt nicht, da müssen wir laufen, oder pass auf, komm mit, nichts. Sondern man muss schauen, dass die Gruppe zusammenbleibt, man darf auch niemanden verlieren. Ne? Und dann irgendwann einmal läuft man so durch die Nacht in einen Wald hinein, den man nicht kennt. Schon mit einem Schauspieler von dort, der ein bisschen den Überblick hat. Aber irgendwann ist man wie so ein Rudel Wölfe und verlässt sich nur mehr so auf Instinkt, auf Geruch, auf Geräusche. Und das war schon ein wahnsinniger Einstieg in so einen Workshop, in eine Workshop-Nacht. Und dann hat man jetzt so die ganzen Kotowski-Übungen, und man ist das so durchgegangen, und das war wahnsinnig beeindruckend. Und ich wäre am liebsten dort geblieben, aber das war eben nicht angesagt. Aber ich habe immer wieder gefragt, auch Schauspieler von dort, was ist denn eigentlich eine gute, wo kann man sowas lernen, oder wo gibt es weitere Möglichkeiten? Und da ist immer wieder das Wort Lecoq gefallen. Bis ich dann gesagt habe, ich schaue mir das an, und bin nach Paris gefahren, habe mein Interrail-Ticket gelöst und bin nach Paris gefahren und habe mir die Schule angeschaut. Und das war dann eh gleich. Ich habe gesagt, da muss ich hin. Ja, sollen wir was über den Lecoq sagen, für die Leute, die ja, das kennen? Ja, der Lecoq. Wenn man jetzt alles darüber, über Lecoq sprengt, das wahrscheinlich den Rahmen dieser Sendung. Ja. Aber Lecoq, sagt du, Lecoq ist ein ganz wichtiger Theaterpädagoge, der, wenn man sagt, was ist das Spezielle von Lecoq, würde ich sagen, es kommen keine kleinen Lecoqs aus der Schule raus, sondern das Wichtige an dieser Schule ist, oder das Typische oder das Bezeichnende ist, dass
sehr viele eigenständige Persönlichkeiten rauskommen. Das heißt, das Ziel von Lecoq und seiner Pädagogik war es, glaube ich, die Kraft und die Stärke von jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen zu finden und die zu forcieren. Und das raus. Und deswegen gibt es so unterschiedliche Leute, die da rauskommen, von Marthaler, Luc Bondy, Mnuchin oder auch, wie heißt die Schriftstellerin, die französische? Yasmina Reza. Genau, Yasmina Reza. Also es gibt auch Leute, die eben nicht auf der Bühne stehen. Maria Bill war bei Lecoq. Ja, und der Lecoq war früher eigentlich Turner. Und ist dann eigentlich so dann über einen sehr körperlichen Ansatz zum Theater gekommen. Und hat mit Strehler zusammengearbeitet. Genau, ne? Er hat mit dem Strehler zusammengearbeitet, weil die haben sich eben gefragt, was die Commedia dell'arte eigentlich wirklich war, so vom Wesen her. Also nicht das Wissenschaftliche, nicht wie die Ärmel gestrickt waren damals, sondern was das Wesen der Commedia war. Und haben da geforscht und haben dann mit dem Sartori zusammengearbeitet, einem Bildhauer in Padua, der dann Masken gemacht hat. Ich habe eben auch eine Sartori-Maske da übrigens, weil der Andi hat gesagt, oh ja, super, ich komme zu dir ins Porgy, bringe ein paar Masken mit. Also das habe ich gemacht. Und die haben zusammengearbeitet und haben versucht herauszufinden, was die Commedia dell'arte war. Und so hat er auch eine Pädagogik entwickelt. Und er hat dann auch eine Clown-Figur entwickelt aus der Arbeit heraus. Und ich lese das jetzt ganz kurz vor, weil das ganz gut dazu passt. Er hat ein Buch geschrieben, der poetische Körper. Lecoq Poetik, und da schreibt er. Was für ein Bilder, ich habe da. Das ist ja eben, die Arme werden immer länger, genau. Ich glaube, ich schaffe es noch. Sie machen es immer so schön hell für mich, das finde ich so freundlich. Das Gegenlicht ist nicht nur, dass wir schöner ausschauen, sondern dass ich das lesen kann, was ich da vorlese. Also, wir hatten es gefunden, der Clown existiert nicht außerhalb des Schauspielers, der ihn spielt. Wir alle sind Clowns, wir alle halten uns für schön, intelligent und stark, während doch jeder von uns seine Schwächen und Lächerlichkeit hat, die, wenn sie zum Ausdruck kommen, zum Lachen sind. Im Laufe der ersten Erfahrungen stellte ich fest, dass zum Beispiel Schüler mit derartig dünnen Beinen, dass sie sie nicht zeigen mochten, als Clown die Möglichkeit entdeckten, ihre Magerkeit zu zeigen, zum allergrößten Vergnügen des Publikums damit zu spielen. Sie konnten endlich in aller Freiheit so sein, wie sie waren, und Gelächter auslösen. Die Entdeckung der Verwandlung einer persönlichen Schwäche in theatralische Kraft war von größter Bedeutung für die Entwicklung eines individuellen Zugangs zu den Clowns und für die Suche nach dem eigenen Clown, die zum Grundprinzip wurde. Das ist das, was du vorher schon gesagt hast. Gell? Aber das hat eben der Lecoq im Gegensatz jetzt stehe ich voll auf der Leitung. Marcel Marceau. Marcel Marceau. Hat er, weil in Marcel Marceau stehen Marcel Marceau alle nebeneinander und ziehen. Und schauen alle gleich aus, sind lauter kleine Marcel Marceaus. Und genau. Das Witzige, die sind fast Parallelstraßen. Also die École Jacques Lecoq ist in der Rue Faubourg Saint-Denis und zwei Gassen weiter bei Porte Saint-Martin. Genau. Beim Theater Saint-Martin, wo Cyrano uraufgeführt wurde, 1897. Weiß zufällig, weil ich es gerade gelesen habe. Und also nicht weiter Theaterwissenschaftler. Und das war wirklich wie Rapid gegen Austria bei uns. Also sagen, entweder du bist Lecoq oder du bist Marcel Marceau. Ja? Und wir waren natürlich die Rapidler, ne? Wir waren die harten Jungs und das waren die verspülten Eiertänzer. Ja? Aber da waren wirklich zwei Schulen. Nicht? Die einen waren die klassische Pantomime, die auch ihre Berechtigung hat, weil sie auch eine schöne, aber sie ist so hermetisch abgeschlossen, nicht als Sprache, während der Lecoq viel, viel offener war und noch immer ist, glaube ich. Also das war die Schule, wo ich nach 3 Wochen gegangen bin. Du warst bei Marcel Marceau? Ja. Und dann bin ich gegangen, weil wir standen alle in einer Reihe und haben alle auf genau den gleichen Art und Weise den Seil gezogen, wie man das halt macht. Und alle genau gleich. Und ich habe halt immer herumgeblödelt und habe das immer anders gemacht. Und dann war er natürlich sauer. Und dann habe ich gesagt, ich passe da nicht her, weil ich will ja kein Marcel Marceau werden. Und dann waren sie alle vollkommen fertig und gesagt, aber Markus, gerade du schaust doch ihm eh so ähnlich. Und das könnte doch... Und ich, ja, das will ich gerade nicht. Nein. Ich habe aber Marcel mal so gesehen, da war ich schon ein bisschen älter. Und da bin ich zu Rapid gewechselt. Hm? Ja. Du bist zu Rapid gegangen. Ja, da gibt es wenige, die von der Austria zu Rapid gegangen sind. Stöger zum Beispiel. Und ich habe Marcel mal so gesehen, da war er schon
uralt, also 57, also wow. 10 Jahre jünger als ich. Und da hat er noch diesen wieder seinen Bip gespielt, diese, mhm. nicht? Und das war dann so irgendwie ein bisschen armselig, verstaubt. Man hat richtig gemerkt, am Kostüm ist noch ein bisschen Staub drauf. Ja. Und dann hat auch, wenn er den Point Fix gemacht hat, ja, in der Pantomime, hat er schon ein bisschen gezittert. Das heißt, die ganze Welt, die er erschaffen hat, hat ein leichtes Erdbeben gehabt. Ja. Aber, ne, die Blume war so und das war so. Und mit 57? Gedacht, mit 57 schon, ja. Besser drauf. Ja, ja. Nein, aber er war ein großartiger Künstler, mit so man natürlich ein bisschen Unrecht, wenn man nachher so sagt, das war ganz wichtig. Ja. Und weißt du, wenn ich einmal gesehen habe, Etienne de Crou habe ich gesehen. Und zwar, ich habe gewusst, irgendjemand, eine Frau, die ich kenne, ist Schülerin bei ihm in Paris und habe dort vorbeigeschaut und wollte sie besuchen. Und da habe ich angeklopft in die Tür und habe den Etienne de Crou beim Mittagessen gestört. Er hat gerade einen Eierspeis gegessen. Und dann denkt man, das ist der Typ, der die ganze Pantomime eigentlich mit Barot damals erfunden hat und entwickelt hat für die Kinder des Olymp und so weiter. Und dann steht er da in seiner Gymnastikhosen, in seiner alten, mit Krampfadern, das habe ich gesehen, und isst der Eierspeis. Und man dachte, das ist jetzt Etienne de Crou. Der muss über 80 gewesen sein. Ja, da war schon, der schon sehr alt. Da war er ewig. Ich habe da auch Etienne de Crou, Parole sur les Mines. Hast du das da? Ja, da schreibt er einfach... Gibt es das auf Deutsch? Nein, gell? Ich glaube nicht, nein. Er schreibt eben, dass das Theater ist da die Kunst des Schauspielers. Le théâtre est l'art de l'acteur. Und das ist halt so, dass er war der Lehrer von Marcel Marceau und vom Jacques Lecoq und vom Jean-Louis Barrault. Mhm. Und er hat den Marcel Marceau verachtet, weil er gesagt hat, der macht ja nicht Pantomime, er ist ein Schauspieler. Das war so ein Ingenieur. Der ganze Purist. Ja, und da weiß man genau, welcher Muskel wohin geht. Also das muss man dann... Warst du bei ihm einmal? Ich habe einmal einen Workshop gemacht bei ihm. Also das geht nur, der Muskel gehört jetzt bitte nach links. Also da geht das überhaupt nicht nach einem Ausdruck, sondern das ist eine reine, eine reine Ingenieurstätigkeit sozusagen. Ja. Aber er war genial. Ja, natürlich genial. Aber er war auch damals schon 86 oder so. Ja. Witzig. Und das alles gab es in Wien nicht, gell, diese ganze Nein, Welt. Nein, das gab es in Wien nicht. In Wien gab es, was ein bisschen einen Schwung gebracht hat, war die Fools-Bewegung, die den nicht über Django Edward, Johnny Melville, und die sind über dieses wahnsinnig tolle Clowns-Festival, das auf der Jesuitenwiese stattgefunden hat, das wirklich so eine Initialzündung auch war für diese Art von Theater, die sind da auf einmal in Wien aufgetaucht und haben also wirklich Furore gemacht. Das waren Pitch and Drop aus Holland, Pitch and Drop, Melville, Johnny Melville. Und auch. Die Moving Picture Mime Show. Ja, genau. Und die haben eben, die haben diese Verbindung, die haben zwar klassische Pantomime beherrscht, das waren schon Könner, haben das aber mit einer Form von Comics-ähnlicher Dramaturgie, also kurze Bilder anreißen, Karikaturen noch machen, also nicht genau ausspielen, wie du sagst, jeden Muskel, sondern die haben was karikiert kurz oder skizziert in der Bewegung und weitergemacht, haben Töne natürlich dazu verwendet, haben und solche Sachen gemacht, also weil jeder klassische Pantomime sagt, Jesus, nein. Der gibt ja Geräusche von sich, das geht ja gar nicht. Ja. Und die haben gesagt, und so, ne? Und das war dann, das hat so ein Leben gebracht in die ganze Geschichte. Ja, da hat es einige Sachen, also dieses Stadtfest und so, also die Clowns-Festivals, die waren wirklich gut, waren auch für mich prägend damals. Das war absolut richtig. Ich habe Django Edwards dort gesehen, das war schon beeindruckend. Dann habe ich Jahre später Django Edwards gesehen und mir dachte, jetzt wird das auch schon, also der Zahn der Zeit nagt auch an dieser Geschichte. Ja. Entschuldigung. Ja. Aber meiner Geschichte. Und habe ich dann Django Edwards gesehen in einem Theater in Paris, das heißt Diseur, heißt es, weil es um 10 Uhr beginnt, am Montmartre. Und da gehen nur 40 Leute rein und dort hat Django Edwards dort gespielt. Und da haben wir gedacht, ich habe den aber schon gesehen im Zelt vor 1000 Leuten und jetzt spielt er dasselbe noch einmal. Tut seinen Penis hinter den Dings und denkt man, ja, was Neues wäre jetzt auch einmal interessant.
Ja, da gibt es eben, es gibt diese Clowns wie den Krog, der hat angefangen als junger Mann, da hat seine Nummer 2,5 Minuten gedauert und dann zu seinem Lebensende. Nein, das war Charlie Rivers. Ja. Und zu seinem Lebensende hat die Nummer dann 48 Minuten gedauert. Und die ist immer größer immer geworden, gefunden, hat immer was dazu gefunden. Und der Django Edwards hat auch eine Sache und die spielt ja, die ganze Zeit. Aus, und ja. Aber Andy. Ja. Du hast dann den, du hast dann Le Coq gemacht. Was war dort, was dich am meisten beeindruckt hat oder inspiriert hat, sagen wir besser so? Ich habe so Auf und Abs gehabt in der Schule. Ich habe so Phasen gehabt, wo ich auf einmal nicht mehr spielen wollte. So kleine Krisen. Und das hat sich fortgesetzt, das ist bis jetzt so. Ja. Also es gibt immer wieder so Phasen, wo ich dann wo ich nicht auftreten möchte. Ich weiß nicht, warum das ist. Scham oder Angst oder einfach, man will sich da nicht herzeigen. Und das war schon, hat schon in der Schule begonnen. Dann habe ich, wir haben auch Möglichkeiten, die sogenannten Otto-Kur haben die geheißen, also Selbstkurse, wo ein Thema gestellt wurde, wo man eine Woche gearbeitet hat in einer Kleingruppe, ohne Lehrer und das dann präsentiert hat. Man hat es präsentieren müssen, selbst wenn man gescheitert war, hat man das Scheitern präsentieren müssen und das wurde dann vom Le Coq kritisiert oder halt analysiert. Ja. Und die anderen Schüler haben auch dann ihren Senf dazugeben können. Und natürlich hat man dann hin und wieder jemanden gebraucht, der dann außen sitzt und sich das anschaut, also die Regisseurfunktion übernimmt und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt. Also ich möchte eigentlich nicht spielen, ich möchte eher zuschauen und ein bisschen ordnen das Ganze. Ja. Und ja, solche Phasen habe ich immer wieder gehabt. Beim Clown bin ich dann wieder ins Spielen reingekommen. Aber ich habe eine längere Phase gehabt, wo ich eigentlich nicht mehr auftreten wollte. Und das habe ich dann im Leben auch gehabt. Ich habe dann 1987, also nach 6 Jahren Spielen, habe ich dann, wollte ich nicht mehr auftreten. Und aber habe mega Erfolg gehabt, also ausverkauft, 3 Monate in der Kulisse ausverkauft und habe dann so ein Burnout, das hat aber damals noch nicht so geheißen, glaube ich, das Wort hat es noch nicht gegeben, aber ich habe es schon gehabt und Managerkrank hat man damals gesagt, glaube ich, und nein, ich habe einfach keine, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr auftreten und habe dann angefangen zu inszenieren und bin dann erst 91 wieder mit dem Programm, habe wieder allein, hat es geheißen. Und dann bin ich wieder auf die Bühne gegangen. Und auch jetzt noch manchmal denke ich mir, das freut mich nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist in jedem Beruf so wahrscheinlich. Ja, das war bei mir in der Schule auch so. Aber ich habe mich dann auch eben gezwungen, jeden Tag aufzustehen und habe gewusst, das wird jetzt mühsam. Ja. Und ich habe mich dann auch viel sicherer gefühlt im Inszenieren. Und ich habe auch am Anfang nur inszeniert. Ich habe mich eben nicht getraut, auf die Bühne zu gehen, dann draußen. Und das war erst relativ spät. Und meine Dido habe ich dann eben erst mit 40 gespielt. Aha. Dass ich wirklich eine One-Man-Show gemacht habe, von einer Stunde auf der Bühne. Ja. Also dass ich das richtig sage, jetzt mache ich es und jetzt gehe ich auf die Bühne. Ja. Das war eine richtige Überwindung, aber da war ich 40, also da habe ich 20 Jahre lang mich versteckt. 20 Jahre hinterm Vorhang gestanden. Ja, soll ich nicht? Genau. Und habe halt meine Zeit anders vertrieben mit dem Inszenieren. Aber ja, das stimmt. Also in der Schule war schon der Clown, also wie du gefragt hast, was mich am meisten so interessiert hat, war es dann eigentlich die Arbeit am eigenen Clown, die eben nichts zu tun hat mit diesem lustigen Clown im Zirkus oder eh nicht so lustigen Clown im Zirkus, sondern halt die Suche nach dem, eben, was der Le Coq beschreibt, wo ist die eigene Schwäche und wie kann ich aus der Schwäche eine Stärke machen, nicht? Aus der Krücke eine Waffe, sagt man. Und das ist richtig anstrengend. Und das ist anstrengend, ja. Und das tut auch weh, weil es geht ins... Und ich habe einen sehr guten Lehrer gehabt, den Philippe Gollier. Ja. Das ist ein wunderbarer Lehrer beim Le Coq gewesen, der so, würde ich sagen, mindestens so prägend war für mich wie der Le Coq. Also Le Coq war in der Gesamtheit und in der Pädagogik, aber im Spiel und in der Poesie war es eigentlich was Philippe Gollier, der mich auch sehr unterstützt hat. Also es war so, dass manche, es gab auch Lehrer, die gesagt haben, bei mir, und es ist eine sehr starke Selektion vom ersten Jahr zum zweiten Jahr. Im ersten Jahr beginnen 3 Klassen, also es sind ungefähr 120 Leute.
30, 93 und dann gibt es eine Abendklausel. Es sind so ungefähr 100 Leute, sagen wir. Und ins zweite Jahr kommen nur 30 Leute von denen. Und sehr viele wollen aber nur das erste Jahr machen. Und ich, also auch, falls jemand zuhört, der sich damit beschäftigt oder sich fragt, ob er das machen soll. Das erste Jahr ist ein tolles Jahr bei Le Coq und ist eine abgeschlossene Geschichte. Das zweite Jahr ist ein Spezialjahr, wo man eben die verschiedenen Theaterstile durchmacht, also Commedia dell'arte, Weißclown, griechische Tragödie und so weiter. Und die Suche nach dem eigenen Clown. Buffons, was eine ganz eigene Art ist, was man bei uns nicht kennt. Ja. Das sind so Krüppel und Narren, sehr aus dem Mittelalter geprägt, aus der Pestzeit, passt jetzt vielleicht eh ganz gut. Ja. Und das sind die Ausgestoßenen aus der Gesellschaft und genau. Das ist insofern interessant, als dass die mit der menschlichen Gesellschaft überhaupt nichts mehr gemein haben. Also die haben eigene nicht, Gesetze, ja, eigene. Die, und ja. die haben auch nicht mehr den Anspruch, irgendwie gefallen zu wollen, weil die wissen, sie sind ausgestoßen. Das waren die, die immer vor der Stadtmauer haben wohnen müssen, haben sich in Gruppen zusammengetan. Das heißt, man hat ein chorisches Gefühl, diese Choratmung. Man kann sich gemeinsam besser schützen, besser überleben. Und das sind eben Leute, die vollkommen uneitel sind. Und das Lustige ist, dass man sich das vorstellt, es gab dann in den 80er Jahren noch einen Präsidenten in Nigeria und der ist einmal im Jahr in einen Wald gegangen, wo dort diese ganzen Aussätzigen unter Anführungszeichen gewohnt haben und hat die gefragt nach der Qualität seiner Regierungsführung. Weil der gewusst hat, die werden immer die Wahrheit sagen. Die werden sich nicht einschleimen und sagen, oh, sie sind eh toll. Ja? Nein, sondern die sagen die Wahrheit. Und die Buffons sagen immer die Wahrheit. Und auch so wie die Hofnarren. Wenn ein Hofnarr was sagt, dann hört auch der König zu. Aber nur, wenn das ein Minister sagt, wird er geköpft. Ja. Ja. Und ein guter König nimmt sich einen sehr intelligenten Hofnarren. Aber das sind eben diese Leute, die nichts gemeinsam haben mit der menschlichen Gesellschaft. Und das ist natürlich dann super, weil die Tabus brechen. Das sind die am Ostersonntag die Kathedrale stürmen und dann den Priester fesseln in der Sakristei und dann sitzen dann die ganzen guten Bürger mit Anzug und Krawatte und im Sonntagskleidchen. Hast du sowas inszeniert? Hast du Buffons inszeniert? Ich mache manchmal mit meinen Studierenden. Und du dich auch so ausstopfen? Ja, mit Dings und Vergnügen. Ja, und es ist ganz lustig. Ich habe es im Rainer-Seminar lang gemacht. Man kann sich noch einen größeren Bauch machen und und kann hakeln. Kann sich alles rauslassen. Und es ist so lustig, weil es ist so wahnsinnig mühsam und teuer, dass man schön ist. Und man braucht nur einen alten Pullover und man ist hässlich, das kann man sich nicht vorstellen. Und es ist viel befreiender. Und es ist so befreiend. Ich habe es am Reinhardt-Seminar viel gemacht. Und es ist natürlich lustig, weil dann eben die ganzen jungen Schauspielerinnen und Schauspieler kommen und wollen ganz schick sein und toll. Und dann muss man sagen, du, sei mal hässlich. Und das war dann richtig, bei einigen war es harte Arbeit. Aber das ist dann wahnsinnig befreiend, wenn man eben nicht mehr schön sein muss und nicht mehr diesem gesellschaftlichen Ideal entspricht, das sich ohnehin ununterbrochen wandelt. Ja. Und diese Befreiung von Buffon ist natürlich schon, schon toll. Ja. Ein sehr spezieller Punkt in der Schule im zweiten Und das Jahr. Hat auch, glaube ich, der Le Coq so in seiner Pädagogik entwickelt. Dass das ist, glaube ich, immer stärker geworden. Also die Buffons waren, glaube ich, am Anfang ein Seitenprodukt und das hat sich immer mehr als zentralen Punkt da entwickelt dann in der Pädagogik. Ja. Ja. Na, ich würde gern, es gibt eine Oper, die aufgelegt ist für Buffons und das, ich habe es noch nicht realisieren können, vielleicht mache ich es noch. Richtig. Das ist Platé vom Rameau und das ist eine Barockoper, wo sich eben der Zeus, der wollte ja immer mit verschiedenen Frauen was anfangen und der verkleidet sich dann und dann fliegt das aber auf und dann ist aber eben diese Frau, in die er sich verliebt hat, ist ja auch irgendwie eine Elfe oder so und die ist dann aber ganz hässlich und dann sagt man, der hätte ja eh gar nicht betrügen wollen seine Frau, weil die ist ja so hässlich. Und da ist dieses Hässlichkeitsthema so zentral, dass ich eigentlich alles von Buffons spielen lassen hätte wollen, von Leuten, die dann eben sagen, oh ja, ich bin schön, ich bin hässlich, weil dann kriegt das natürlich eine ganz andere Tiefe. Was ist das, romantische Oper? Ist das Musik? Oder das ist Barock. Der Rameau war der Erste, der war der Franzose, mit dem großen Orchester mit 33 Leuten, was dann der Mozart nach Österreich geholt hat, wo der Mozart dann gesagt hat, ja, wir machen auch 33 Leute. Und das typische Mozart-Orchester, 33 Leute, es war irrsinnig nicht viel, weil früher im Barock war es vielleicht 18 Musiker.
Und die Franzosen waren immer schon so glorios und da war der Rameau halt der große Vorreiter. Oper ist nicht so mein Spezialgebiet. Ja, ja. Aber du, Andi, ja. Was ein ganz zentraler, wichtiger Punkt ist für mich, weil deine ersten Programme waren für mich total prägend, weil ich als ganz Junger immer bei dir drinnen gesessen bin und geschaut habe, weil mich hat das so fasziniert, weil ich habe das damals noch nicht einordnen können. Und was ich so unglaublich toll fand, ist, dass du diese unterschiedlichen Stilelemente immer in deinen Programmen gehabt hast. Mhm. Der Andi hat eine Nummer gemacht, zum Beispiel mit lauter Äpfeln. Und ich habe mir heute gedacht... einen dabei aufgegessen beim Jonglieren. Ja, und einen hat er beim Jonglieren gegessen. Und das letzte Stück habe ich hochgeworfen und habe es dann im Mund gefangen. Ja. Könnte ich nicht mehr. Und ich habe mir heute gedacht, soll ich dem Andi kleine Äpfel mitbringen? Ich muss sagen, ich habe einmal bei so einer Gala, ich glaube, das war im Ronacher, war in der Silvestervorstellung. Mhm. Und ich habe gesagt, ich spiele diese Nummer noch einmal. Und habe ein bisschen jongliert und habe gesagt, nein, es geht eh. Und habe dann aber die Frage ist, man muss auch einen etwas weicheren Apfel finden. Und habe nur in der Schnelligkeit dann einen Granny Smith erwischt, ja, der wirklich ganz hart war. Und man sollte mit Jacket-Kronen sollte man die Nummer nicht mehr spielen. Ja. Also die sind dann auch die Bälle irgendwo hier herumgeflogen. Also ich gesagt, okay, dann das, auch diese Nummer ist zu Ende. Ja. Mhm. Aber ich habe sehr viel, so wie du sagst, sehr viele Stile verwendet, auch noch von der Schule. Ich habe mit so weißen Masken gespielt, mit dieser Basler Maske, die ich selber hergestellt habe. Ich hab auch manchmal die rote Nase verwendet, auch für Nummern. Ja. Ich habe auch lange reine pantomimische Nummern gehabt, wo nichts gesprochen wurde. Ja, Zahnarzt-Wartezimmer. Zahnarzt, es gab die Bar in Marseille, hat das geheißen, wo ich 5 oder 6 verschiedene Personen nur mit einem weißen Tuch gespielt habe. Also das war die Kellnerin, das war der Reisende, der hat einen Schal gehabt und der Kellner hat dann so gehabt und dann war einer, der Pianist hat eine eingebundene Hand gehabt. Also das waren so verschiedene Figuren gespielt. Das habe ich dann immer so alles versucht, noch aus der Schule auch rein. Und das ist dann irgendwann einmal, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen verloren gegangen, aber es hat sich dann in mir versammelt. Es hat sich verinnerlicht und dann bin es eigentlich dann eh, ich glaube, diese ganzen Sachen sind noch in mir. Also die rote Nase, irgendwie ist eh noch da, aber es ist halt meine selbst angesoffene rote Nase. Und das ist halt jetzt alles in mir drinnen. Das ist jetzt fast schon die Antwort auf die aufgelegte Frage. Ich habe sie geahnt, deswegen habe ich gehört. Ja. Wo sind die ganzen Sachen? Weil ich hab eben auch das Gefühl gehabt, dass du dann immer mehr in ein klassisches, aber in ein Stand-up-Comedian-Kabarett gegangen bist, wo du diese ganzen ganz deutlichen dramatischen Stilelemente umgewandelt hast in deine Nummern, die dann meistens sich über Text vermitteln und nicht mehr, also auch übers Optische, aber vor allem über den Text. Ja, das war die Entwicklung. Warum das genauso ist, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass, also ich habe eben alternde Pantomimen gesehen, eben nicht nur Marcel Marceau, andere auch, und haben wir gedacht, Pantomime ist was für gut aussehende, etwas jüngere Männer oder Frauen. bei Frauen weiß ich es nicht, ich kenne keine alte Pantomimen, fällt mir nicht ein. Wäre interessant, gibt es alte Pantomimen? Ja. Und das haben wir immer gedacht, nein, also irgendwie das Herumhupfen ist mir dann, irgendwann wird's unglaubwürdig, ist es mir vorgekommen, für mich selber. Und deswegen ist das immer mehr in die, es ist aber auch die Entwicklung dieser Kunstart ist in Richtung, durch den Einfluss, durch diese Stand-Ups aus Amerika, durch Netflix und so weiter und diese ganzen Shows und die Specials, geht es immer mehr in Richtung Dastehen vor Mikro oder mit Ansteckmikro und Geschichten erzählen. Und diese Geschichten, dass man mehr in den Raum hineingeht, mehr in die Bewegung, das verliert sich. Ich kenne auch kaum jemanden, der das noch macht. Aber ist vielleicht wirklich schade, ich weiß es nicht. Ja, da fällt mir ein, ich habe sehr viel auch immer in Südamerika gegeben, und da gibt es in Peru, also vor Corona muss man sagen, war ich einmal im Jahr in Südamerika immer, und in Peru gibt es eine Gruppe, die heißt Yuyachkani.
Juyajkani heißt in Quechua, ich erinnere mich. Mhm. Und die haben ganz tolle poetische Stücke gemacht mit Masken und gehen dann auch in den Anden, in die kleinen Dörfer und spielen dann für diese Indios. Und die haben ihr Theater, die haben das genial gemacht. Die haben in Magdalena, in diesem Stadtteil in Lima, ein Theater gekauft in den 80er Jahren. Drei Ehepaare gemeinsam. Und haben da ihr Theater gemacht. Also ein bisschen, was der Eugenio Barba durch den dänischen Staat bekommen hat, haben die sich schon selber gemacht in Lima. Mhm. Und die spielen heute noch mit den Masken, sind unglaublich dynamisch. Und dann nehmen sie die Masken ab und du siehst dann diese 70-jährigen Gesichter. Und das ist schon spooky irgendwie. Ah, jetzt fällt mir gerade, wo du sagst, fällt mir jetzt jemand ein. Ja. Wo ich gesagt habe, nämlich ich habe Mummenschanz gesehen. Und Mummenschanz ist die Gründerin von Mummenschanz, die spielt noch selber. Und die zwei Männer sind, also das war der Bossart und die zwei Schweizer, mhm. oder Schweizer und Italiener. Und die spielen nicht mehr, eine ist schon gestorben von der ursprünglichen Besetzung. Und sie spielt noch immer und sie ist ja wirklich schon eine ältere Dame auch, also von wegen ältere Pantomiminnen, also und die spielt dann auch in diesen Geschichten, die sehr körperbetont sind. Mummenschanz, auch Lecoq-Schüler, mhm. ganz, ganz berühmte Lecoq-Schüler, gerade in Amerika, die ja monatelang ausverkauft waren am Broadway mit ihrer Show. Und ich habe sie jetzt einmal gesehen, waren sie eingeladen bei den Festwochen, in der neuen Besetzung, eben zwei junge Männer und sie. Und das funktioniert noch. Auch schon. Man spürt auch schon den Zahn der Zeit ein bisschen nagen an diesen Geschichten, aber es ist sehr eindrucksvoll, es ist sehr, sehr reine Optik, nicht? Das ist sehr, sehr mit Objekten halt, nicht? Die verwandeln sich in Schlangen oder in riesigen Tuben oder was weiß ich was. Ja, die haben sehr viel mit Objekten auch gearbeitet. Sehr viel Objekte, Geschichte. Sehr schöne Klopapierrollen, Geschichten haben sie, nicht? Mhm. Wurde so statt redend und sie so die Klopapierrolle runtergeben und dann sagt er nur ein Wort, gibt eine Klopapier-Dings hin. Andi, nochmal zu diesem Punkt zurück, weil der interessiert mich wirklich. Okay. Kannst du dir vorstellen oder könntest du dir vorstellen, dass du ein Thema findest, das dir wichtig erscheint, in ein etwaiges Programm einzubauen, das wo das Wort nicht das richtige Medium ist, sondern wieder etwas Körperliches oder Maskiertes oder Transformiertes. Oder hast du das Gefühl, dass Worte jetzt alles ersetzt haben, was du sozusagen oder ersetzt, oder dass du mittlerweile mit Worten alles das ausdrückst, oder musst du das andere nicht mehr ausdrücken? Nein, ich greife noch einmal meinen Gedanken auf von vorher mit dem... Es ist so, ein Pantomime oder jemand, der körperlich etwas darstellt, verschiedene Sachen darstellen, muss einen oder sollte einen Körper haben, der relativ neutral ist. Ja, also einen Körper, der die Projektionsfläche für die verschiedenen Geschichten ist. Mein Körper ist nicht mehr neutral, mein Körper hat so viel Geschichte. Ich habe Arthrose vierten Grades, ich bin übergewichtig. Wenn ich auf die Bühne gehe, sieht man schon eine Geschichte. Und ich kann nicht mehr eine Projektionsfläche sein. Das heißt, deswegen ist das, glaube ich, nicht mehr möglich. Klingt jetzt tragisch, aber es ist einfach so. Also ich... Nein, es braucht einen wirklich, glaube ich, deswegen meine ich, es ist nicht nur Jugendwahn oder so, es ist wirklich, ich glaube, du brauchst einen durchtrainierten, gut funktionierenden Körper, um rein nonverbale Sachen darzustellen. Wenn du das nicht mehr hast, kannst du nur mehr über die Persönlichkeit spielen. Und die Persönlichkeit drückt sich eher durch Sprache aus, als durch Bewegung. Mhm. Natürlich ist ja im Theaterspiel ist immer der Körper dabei. Also jetzt spiele ich zum Beispiel den Herrn Korl, was meiner Physiognomie entgegenkommt. Das heißt, du entwickelst dich Richtung Qualtinger. Naja, nicht ganz so, aber es schadet mir nicht. Ja? Mhm. Das transportiert der Körper dann noch mit. Also, oder wenn ich meine Geschichten erzähle, dann hätte ich meine Geschichten als mittlerweile 65-Jähriger, dann zieht man den Körper zur Geschichte dazu. Mhm. Aber ich glaube, als neutrale Projektionsfläche ist dieses
Dings nicht mehr geeignet. Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ungefähr, was ja, ich meine? Ich habe es auch noch nie so genau überlegt, deswegen ja, ja. versuche ich das mhm. jetzt auch aber ich meine, zu formulieren. Ich glaube aber, dass du auch wahrscheinlich mit 20 keine neutrale Projektionsfläche warst. Du warst vielleicht besser trainiert, aber ich glaube, jeder Mensch trägt natürlich, das jeder, so jeder trägt schon was mit in sich. Sich. Natürlich, ja, ja. ja, 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 ja. Aber ich find's einen interessanten Punkt. Also für mich ist das ganz, also wenn ich an dich denke und an das, was du für mich als Künstler bedeutest, ist das für mich eine ganz wesentliche Frage gewesen. Mhm. Deshalb bin ich da froh, dass ich da nachgehakt ja, habe. Weil, ich muss ja auch für mich einmal formulieren. Ja, weil ja, ja. Es ist ja nicht reine Faulheit, dass ich es nicht mehr mache. Nein, auf ja. keinen Fall. Und das, schon auch. Und, Ich denke mal einfach, es geht ja um diese künstlerische Übersetzung, weil man übersetzt ja etwas in ein bestimmtes Medium. Ein Maler übersetzt etwas in eine Malerei. Mir würde auch keine mhm. Geschichte einfallen. Also jetzt einmal voraus, mhm. Setzen wir voraus, ich hätte einen wirklich noch gut funktionierenden Körper, könnte herumhupfen, ohne dass mir am nächsten Tag die Knie schmerzen. Was wäre die Geschichte, die man ausdrücken könnte, ohne Sprache zu verwenden? Nicht? Das wäre die Frage. Mhm. Allein oder in einer Gruppe. Ich habe so das Gefühl, das Nonverbale hat ein bisschen eine Inflation erlitten, also oder ist out, ja, mhm. um es so zu sagen. Ich glaube, dass die Pantomime, die in unserer Zeit, wie wir angefangen haben, ganz spannend war und so, dass das eigentlich im Moment eher, also Pantomime gilt eher als Schimpfwort, glaube ich, manchmal ja. schon. Ja. ja. Beim Lecoq sowieso. Beim Lecoq sowieso. Aber es gibt auch Filme von Woody Allen, glaube ich, irgendeinen Woody Allen-Film gibt es. Oder nein, er spielt nur mit, es ist mit der Bette Midler irgendein Film. Irgend so ein Wochenende irgendwo. Und es geht immer ein Pantomime hinter ihm her, in seinem Kaufhaus. Und irgendwann einmal klebt er immer eine, ja. Weil ihm so auf die Nerven geht. Man kennt ja, das finde ich ganz lustig, es gibt vor dem Centre Pompidou in Paris, gibt es ja so Pantomimen, die Leute nachmachen. Ja, also wenn einer vorbeigeht und dann geht er hinter ihm her und macht ihm halt nach und die anderen lachen und der merkt das gar nicht. Ne? Ja, ja. Das ist ganz witzig. Damit haben wir alle unser Geld verdient. Ja, ja, Straßentheater. Hast ja. du Straßentheater gemacht eigentlich? Ich überlege gerade, ich habe... Nein. Oh ja, ich habe mit dem Living Theater Straßentheater gemacht. Mit dem Living Theater im Rahmen der Arena-Besetzung. Mhm. Da waren drei Leute vom Living Theater hier und haben einen Workshop gemacht mit uns. Und wir haben dann am Viktor-Adler-Platz und auf der Kärntner, Viktor-Adler-Platz, das war heavy. haben wir dort so choreografisch diese Erschießungsszene vom Vietnamkrieg, weißt du, wo der eine den erschießt, den diesen Gefangenen erschießt. Und das haben wir so nachgestellt, so choreografisch immer wieder Schuss. Hinfallen, aufstehen, weitergehen, Schuss, hinfallen. Und das haben wir so in einer Gruppe gemacht. Das war so eine Art Demonstration. Und das war irrsinnig provokant offenbar für die Favoriten, ne? Weil die sind dann auf uns losgegangen. Einer hat mich gewürgt, ja, mit meinem eigenen Schal. Daraufhin hat mich einer aus der Gruppe gerettet, hat ihm gesagt, ich hau da einen in die Goschen, was nicht ganz zu unserem pazifistischen Dings dazu gepasst hat, aber es hat gewirkt. Ja. Der hat dort aufgehört. Ja. Das war im Rahmen der Arena-Besetzung. Mhm, das war 76, also da war ich 20 damals. Da habe ich halt da mit denen mitgemacht. Und das war noch so die Form, gerade die Anfänge, da war ich im Dramatischen Zentrum, sollte man vielleicht auch erwähnen, dass eine ganz wichtige Institution war damals, genau. Wo eben auch Grotowski, die Gruppe Amok war das, die mit Grotowski-Methoden gearbeitet hat und so weiter. Mhm. Genau, das war so ein DDR, so eine DDR-Insel in Wien, gell? Mit dem ganzen Osttheater, auch der Forrest hat das geleitet. Forrest hat das gemacht, das ist ja, so der war eigentlich war Dramaturg am Burgtheater, glaube ich, oder Angestelltes, ja, weiß ich nicht genau. Ich habe gedacht, das ist so ein DDR-Immigrant gewesen. Kann schon sein. Ja, ja. Ja. Ja, das gibt es nicht mehr, das fehlt auch sehr. So was der fehlt, Ruben ja. Frager hat dort gearbeitet, der argentinische Theatermacher. Mhm, genau. Ja. Ja, da gab es ja die ganzen unsichtbares Theater. Mhm. Der Augusto Boal. Ja, genau. Ja. Wo man halt in der U-Bahn oder irgendwas in der Szene gespielt hat. Mhm. Und
Das fehlt alles eigentlich ein bisschen. Ich habe das Gefühl, und das ist jetzt eben die aufgelegte Frage in dem Sinn, weil ich habe das Gefühl, es gibt so unglaublich viele, oder es gab vor 30, 40 Jahren so unglaublich starke Theatersprachen und Sprachen und Formen. Bread and Puppet Theater und so viele unterschiedliche Persönlichkeiten, die das getragen haben. Und ich habe eben das Gefühl, als Zuschauer auch in Wien, vor allem jetzt, dass es so gut wie nur mehr eine einzige Form des Theaters gibt und dass es in Wien halt auch einfach eine starke Tradition des Sprechtheaters gibt und dass sich das dann halt in eine Art von Postdramatik verwandelt hat. Postdramatik dann, ja, das aber, ist die neue Entwicklung. Also ja, dort geht's hin, ja. Aber es gibt keine klaren Stile mehr, dass du sagst, ja, das sind unterschiedliche Möglichkeiten, eben mit dramatischen Inhalten umzugehen. Mhm. Sondern es wird sofort Richtung Text und die Zertrümmerung des Textes jetzt gearbeitet, gerade was ich mäßig spannend finde, privat. Ja, also, ja. Aber es ist halt einfach für mich sehr deutlich, dass diese ganze Vielfalt, die es gegeben hat, im Moment sehr, sehr wenig sichtbar ist. Trotzdem gibt es ja Entwicklung, nicht? Es gibt trotzdem eine Entwicklung, ob wir die jetzt gut finden oder nicht, ist, glaube ich, unser Privatproblem. Na klar. Aber es gibt schon, wenn ich sage, Karsdorf ist ja mittlerweile auch schon etabliert, aber das war schon ein Schritt weiter weg vom normalen Theater, langweiligen Sprechtheater, in Richtung Aufbrechen, nicht nur Sprache, sondern auch Szenen aufbrechen, Schauspieler, die aus der Rolle kippen, die oszillieren zwischen Privat und Rolle und so. Also das sind schon Sachen, Le Page finde ich großartig. Ja. Also es gibt schon noch Sachen, die neu sind und die interessant sind und spannend sind. Alles, was Richtung Performance geht, für mich langweilt mich persönlich. Also Performance ist für mich immer, ist nicht fertig geworden mit dem Proben. Ne? Ja. Ja, genau. Ja, ein bisschen von allem. Ja. Müsste nicht so sein, aber ist meistens so. Und Robert Lepage, das ist ein kanadischer Theatermacher, der auch eine Fabrik hat. Soweit ich weiß nicht. Und der hat aber ein ganzes Fabrik, verbraucht die Hälfte des kanadischen Kulturbudgets und arbeitet 2 bis 3 Jahre an einem Stück mit unterschiedlichen Methoden und mit unterschiedlichen Stilmitteln und Disziplinen, und dann treffen die sich auch regelmäßig und jeder zeigt, wo er gerade ist und baut wahnsinnig tolle Stücke. Also einen sehr guten, apropos Lecoq Schüler, Simon McBurney, ja. Ne, ja. Der wunderbare das Regisseur. Theater. Genau. Ja. Und von dem gibt es auch wirklich, also da habe ich gesehen, Meister und Margarita bei den Festwochen, sensationell. Ja, das war sehr gut, ja. Ja. Der Simon McBurney ist natürlich auch ein ganz... Ganz toller, auch selber guter Filmschauspieler. Ja. Auch. Mhm. Ich spiele immer mit den relativ großen Produktionen, Hollywood und so. Ja, ja, also international gibt es das schon. Ja. Im deutschsprachigen Theater sehr wenig. Woran liegt das? Ich weiß nicht. Vielleicht hat es aber wirklich auch schon, muss man an der Basis suchen, vielleicht hat es wirklich mit den fehlenden Ausbildungsstätten dafür etwas zu tun. So wie wir gesagt haben, es gibt kein dramatisches Zentrum mehr, es gibt das nicht mehr, es gibt das nicht mehr. Es gibt einfach nur, entweder man springt ins kalte Wasser und stellt sich allein auf die Bühne und wird halt Kabarettist, wie es halt jetzt mittlerweile sehr viele machen, ohne Ausbildung und ohne Background, manche sehr talentiert, manche weniger. Und sonst gibt es eigentlich nur den Weg halt über die Schauspielschule, wo man halt da relativ wahrscheinlich mehr oder weniger genormt rauskommt. Traue ich mir auch kein Urteil zu, weil wahrscheinlich hat sich da auch eine Entwicklung abgespielt im Reinhardt-Seminar oder im Mozarteum. Aber das wirst du besser wissen, weil du bist ja da hin und her. Ja, bis zu einem gewissen Grad, aber bei den Aufwandsprüfungen, dann versucht natürlich die Jury auch eine gewisse Diversität zusammenzustellen und dann findest du bald mal von jedem einen Typen oder eine Typin.
Also das bleibt schon relativ konstant. Und ich habe das Gefühl, es hat etwas mit dieser deutschsprachigen Luxus-Situation zu tun, dass es subventionierte Stadttheater gibt. Mhm. Und die Stadttheater, die haben natürlich dann ihre Abonnenten und die müssen ein Programm liefern, damit das funktioniert. Und die staatlichen Schauspielschulen sind dazu da, den Nachwuchs auszubilden, dass die dieses Stadttheatersystem weiterführen. Das heißt, du plädierst auf Subventionsstreichung. Absolut. Nein, überhaupt nicht. Aber ich plädiere für sehr viel mehr Mut, ja. Vor allem auch in der Subventionsvergabe und für mehr Neugier. Mhm. Ich glaube, Neugier und Mut, das sind zwei Kategorien, die unglaublich fehlen, gerade in Wien. Und ich glaube, das würde sehr, sehr zuträglich sein einer größeren Diversität, einer künstlerischen Diversität. Mhm. Und gerade bei den jungen Menschen. Weil wenn man den jungen Menschen signalisiert, entweder machst du das so, dann kannst du davon leben, oder du machst das anders, dann kannst du nicht davon leben, dann möchte ich den Menschen sehen, den jungen Menschen, der sagt, okay, dann mache ich es halt anders. Mhm. Und das ist gerade in unserer heutigen Zeit mit diesem enormen Existenzdruck, das ist die Aufgabe der Subventionen, dass man eben dem Markt entgegenwirken kann, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, sich gegen den Mainstream zu stellen. Aber Mainstream zu finanzieren, das ist wahnsinnig langweilig und feig. Und ich ja, ja, das es, Gefühl, wird halt immer, es wird halt immer damit begründet, dass man sagt, ja, es muss auch den Tourismus bedienen und so weiter. Nicht? Und, ja, aber dann soll es bitte aus dem Wirtschaftsministerium kommen und nicht aus dem Kulturministerium. Ich finde das super. Also ich finde auch die Musicals in Wien, wenn die voll sind, 1000 Rosen. Aber das hat sicher nicht viel mit Kunst zu tun, in dem Sinn, dass du sagst, wir ermöglichen jetzt neue Sprachen oder neue Sachen. Und da bin ich wahnsinnig enttäuscht auch von der jetzigen Kulturstadträtin, von der ich mir wesentlich mehr erwartet habe, weil sie ja selber aus der freien Szene kommt und aus dem steirischen Herbst. Und offensichtlich bringt das Amt mit sich, dass man dann plötzlich inhaliert wird von einer Ideologie, die eben dazu da ist, das Bestehende zu bewahren und nicht das Neue zu suchen. Und das Außergewöhnliche zu fördern. Und das finde ich halt wahnsinnig enttäuschend. Und ich glaube auch für die junge Generation ist es halt prägend. Also und das machen natürlich dann in England, wo es ein ganz anderes Subventionssystem gibt über dieses Arts Council. Mhm. Da finden dann Leute wie Simon McBurney natürlich wesentlich bessere Möglichkeiten. Ja. Oder in Kanada. Das ist ganz klar. Wahrscheinlich auch in Holland, nicht? Ich finde auch die sehr spannend, das System, dass mehrere Städte immer co-produzieren, nicht? Dass du nicht eine Produktion in einer Stadt siehst, sondern dass die co-produzieren und dann ist es halt dann einmal dann in Amsterdam, dann wieder dort und dort und dort. Ja, ja. Und das ermöglicht auch natürlich mehr Budget und du kannst viele gute Schauspieler binden. Das ist schon interessant. Die waren auch die allerersten in Europa, die mehrjährige Subventionen gegeben haben, den freien Gruppen. Werktheater Amsterdam zum Beispiel. Ja, klar. Andi, du hast gesagt, ich soll Masken mitbringen. Das habe ich gemacht. Ja, schön, liegen da, finde ich schön. Finde ich schön. Ja, sollen wir was machen damit? Ja. Nein, wir können ja ein bisschen reden über die Masken. Ja, wir reden also mal. Weil die dieser Kuh, das ist ja auch selbst. Ja, natürlich. Aber komm mal,
Danke, danke. Also jetzt für alle, die nichts gehört haben. Ja, man hat ihn nur gesehen. Na, und das Interessante ist, dass er hierarchisch ganz unten steht. Der Halekino ist der unterste. Diesen Stotterer, wie heißt der? Der Brigella. Das ist er. Der. Ja, genau. Und der ist eine halbe Stufe über den Halekino. Ja, das ist der Gescheite und der Blöde. Es gibt immer diese Kabarettisten oder so, die dann immer. Ah, der ist mit dem Auge. Ja. Genau. Und die sind immer ein sehr gutes Paar. Die sind immer ein sehr gutes Paar. Der schafft ihm immer an. Nicht? Der schafft. Ja. Genau, genau. Und. Genau. Das ist der Reiche, der Onkel Dagobert. Genau, genau. Ja. Und die hierarchisch Niedrigsten sind immer die lohnendsten Charaktere, deshalb haben sich ja auch die ganzen Schriftsteller, die Stücke geschrieben haben, die haben sich immer die Diener auf den Leib geschrieben. Der Nestroy hat immer die Diener gespielt, nicht die Könige. Der Schikaneder, der die Zauberflöte geschrieben hat, der hat den Papageno gespielt, nicht den Sarastro. Also das war immer das, man wollte immer der Niedrigste sein. Zeigen wir mal die Basler Masken. Ja. Also zuerst vielleicht die Balinesen. Ja. Das ist ja. Die habe ich heute zum ersten Mal gesehen, also die kenne ich halt. Ja. Sind balinesische, oder? Ja, also, ja, ja. Ich habe das gesehen einmal auf Bali. Ich war auf Bali, habe so ein Theater gesehen, sehr eindrucksvoll, sehr toll. Ja, das ist unglaublich. Und das ist so jemand, den man zum Beispiel, der hat als Kind keine Zahnspange gehabt. Kann man die aufsetzen? Ja, kann man mit denen spielen? Auch, ja, ja, natürlich. Na, unbedingt. Die sind nur zum Spielen da. Wo ist der Zahn? Da ist der, ja, der, ja. Zahn. Weil so wäre er normal, nicht? Und dann, ja. Was ist das für ein Typ? Was glaubst du? Ist das ein Bauer oder was ist das für ein? Ja, weil der kann auch total schön sein. Denk dir mal. Ja, ja. Diese Masken, die können auch total das Gegenteil sein von dem, was das man. Das ist schön, ja. Ja, das ist doch schön. Das ist das nicht Model? Es ist alles eine Frage der Behauptung. Spielt der mit Zunge auch? Ja, ja, alles kannst du. Du kannst auch reden mit dem. Das sind Halbmasken. Oh, ja. Ja. Hat noch jemand Fragen hier, bitte? Ein Moderator, ja. Schönen guten Abend hier bei Wetten, dass? Ich bin die Nachfolge von Thomas Gottschalk. Ja, ja. Sehr schön. Also das Schöne bei den balinesischen Masken ist, dass sie auch immer das Gegenteil sein können von dem, was man so offensichtlich glaubt. Ich meine, schau dir den an. Der ist einer meiner Lieblinge. Und der kann total sensibel sein und ganz zerbrechlich. Ja, total. Aber auch wild, natürlich. Ich bin heute so. Ich habe heute meinen sensiblen Tag. Ich habe jetzt so einer ganz. Ach, wäre schön. Ein Strauß Blumen hätte ich jetzt ganz gerne. Weil der ist ja wahrscheinlich wild auch. Das geht doch nicht. Seid ihr wahnsinnig? Jetzt stresst euch einmal zusammen. Ja. Und die provozieren natürlich auch eine Körperlichkeit, klarerweise. Er schaut aus, als hätte er gerade 10 Dosen Red Bull getrunken. Ja, genau. Und
Boah! Wahnsinn! Diese Farben! Wer hätte das gedacht? Eine kleine Pille und. Und das sind diese von Basler Fastnacht. Ja, ja, genau. Das sind die Fastnacht, das sind die Fastnachtsmasken. Die und die die machen so eine Marsch, nicht? In der Früh gehen die los in Basel. Genau, gegen vier in der Früh. Ja, ja, genau. Aber die werden normalerweise schneiden sie die Augen aus und den Mund und dann malen sie sie ganz bunt an. Und ich nehme sie immer mit ganz runden Augen, ich quäle sie dort immer in der Werkstatt. Ach, du lässt sie machen dort? Ja, Basel, ja, in Basel. Ja, ja, ja. Da muss ja. man mal die Adresse geben. Ja, die sind super. Chiarivari heißen die. Okay. Und ich habe ja ungefähr 20 unterschiedliche von denen. Aber die sind super. Aber sie dürfen bei mir eben nur die runden Augen machen. Nein, sollte man aber darüber reden, was ja. ist so praktisch die Urform, oder setzen wir uns vielleicht wieder hin, aber keine Mikros. Neutrale Maske ja auch eigentlich auch ein zentrales Element der Pädagogik von Jacques Lecoq. Ja, ja. Jetzt tut es mir leid, ich habe sie heute früh noch in der Hand gehabt und mir gedacht, das ist ein bisschen zu viel. Aber die neutrale Maske ist nämlich die erste Maske, mit der man spielt, ist, wenn man anfängt als Schüler bei Lecoq, ist das die erste Maske, die man bekommt, und es geht eigentlich nur darum, die hat überhaupt keinen psychologischen Ausdruck, sondern die ist neutral, aber nicht tot. Man kennt ja diese weißen Masken, die man beim Witte oder was kriegt, die nur so Plastikmasken, die sind eigentlich tot, außer man verwendet sie chorisch zum Beispiel, dann geht's. Aber das ist eine ganz eigene, auch vom Sartori gemachte Maske, die keinen Ausdruck hat, aber trotzdem irgendwie so eine Archaik hat. Und das zwingt den Schüler dann, den Ausdruck weg aus dem Gesicht zu nehmen, in den Körper hinein. Man spürt richtig, wenn man mit dieser Maske spielt, dass man auf einmal in den Körper hineingeht und alles mit dem Körper ausdrückt, weil die Maske neutral ist. Und das ist ja eigentlich der erste Weg vom Grimassieren hinein in den Körper. Weil man auch keine Sprache hat. Und bei der neutralen Maske ist dieser Andreas Witasek-Effekt, den wir vorher gesehen haben, wenn man dann die Maske abnimmt, ganz besonders stark sichtbar. Ja. Also man ist dann vollkommen entspannt und leuchtet total. Also ich sage immer, deshalb werden die Leute, die Masken spielen, immer schöner und jünger. Mhm. Und das haben wir jetzt gerade vorhin beim Andi so gut gesehen. Ist super. Und die neutrale Maske zwingt einen natürlich auch dazu, dann handwerklich auch zu schauen, welche unterschiedlichen Rhythmen der Körper hat, welche unterschiedlichen Haltungen und so weiter. Und man lernt damit, das ist wie ein Vergrößerungsglas, das man an den Körper hält. Mhm. Also man sagt immer, dass der Mensch im Gesicht so eine Landkarte der Emotionen hat, und wenn man eine Maske aufsetzt, vergrößert sich diese Landkarte auf den gesamten Körper. Und man ist dann wesentlich ausdrucksvoller und expressiver als mit dem
Man traut sich auch, nicht? Ja, und es provoziert dann auch größere Gesten und größere Haltungen. Wenn man es nicht mitteilen kann mit dem Gesicht. Ja, und wir haben es heute auch gesehen beim Andi, wenn du eine Maske aufsetzt, dann Hallekino, bist du sofort drinnen. Also das braucht man nicht lang zu erklären, sondern das macht die Maske mit einem. Und das ist sozusagen die Magie. Aber das ist eben auch etwas, was Theater kann. Ja. Und wo ich denke, da schlummert so viel Potenzial drin. Da ist noch was zu tun, ja. Ja, ja. Womit wir fast jetzt schon das Gegenteil bewiesen haben von dem, was du vorher gesagt hast. Ja. In Wirklichkeit. Stimmt. Ich habe da jetzt etwas gefunden von Georg Kreisler. Ich möchte nur 20 Sekunden spielen. Vorsicht, iPad. Das Kabarett ist tot. Was tun wir hier im Totenhaus beim Leichenschmaus? Warum die Scherben erben? Lass den Toten ihren Moder. Oder regt sich noch was, riecht man noch was, außer den Gebeinen? Wenn man sich kann. Ja, also das ist schon eine alte Nummer. Das heißt, das ist schon sehr lange totes Kabarett, aber es bewegt sich noch ein bisschen. Gell? Nein, man sagt ja, wie ist es bei Rock'n'Roll, er ist nicht tot, aber er riecht nicht mehr gut. Ne? genau. Nein, ich habe das ein bisschen provokant ausgewählt natürlich. Auch natürlich als Übergang, weil du jetzt hast ein Grünmantelprogramm gemacht. Ja, ein Grünmantelprogramm gemacht. Das toll war. Fand ich auch, was nicht den Anklang gefunden hat, was ich aber auch nicht erwartet habe. Aber bei den Leuten, die Grünmantel gekannt haben, ist es sehr gut angekommen. Mhm. Und da bin ich sehr stolz auf das Programm, weil es war ziemliche dramaturgische Arbeit auch aus diesen ganzen verschiedenen Texten von diesem doch sehr, sehr speziellen Künstler, dann so ein eigenes fast Stück zu formen, das den Grünmantel auch porträtiert hat. Das übrigens sehr körperlich war, finde ich, um zu sagen, also da bin ich sogar auf einen Sessel gestiegen einmal. Das ist Leistung, ist hinten. Wow, auf einen Sessel gestiegen. Und das war aber praktisch wie ein bisschen schon die Vorarbeit dann auch für einen Qualtinger, für einen Herrn Kordl. Und so, finde ich, ist so eine Nebenlinie von mir, wo ich dann halt so mich ein bisschen um die künstlerischen Ahnen kümmere. Ja, deshalb habe ich das vorgespielt. Ja. Mich hat's ein bisschen erstaunt natürlich, klarerweise, weil alles was Neues erstaunt jemanden, ja. dass du dich um diese Ahnen so annimmst und den Herrn Karl spielst, das, was eigentlich aufgelegt ist, weil das sehr aktuell ist, inhaltlich. Ja. Immer noch wie ich mich dazu entschlossen habe, war es gar nicht, war es eigentlich gar nicht aufgelegt, was auch inhaltlich kam eher aus meiner Arbeit an Austrophobia, mein letztes Soloprogramm, wo ich jetzt um die österreichische Seele ein bisschen erforscht habe. Und das war aber eigentlich auch ein bisschen, also ausgehend war eigentlich diese Geschichte von Schwarz-Blau-Regierung, wo ich mir gedacht habe, jetzt kommt schon wieder, wo sind denn diese, was ist die österreichische Seele, was der Erwin Ringel ganz gut beschreibt, und was ist unser... Was ist unser nicht wirklich aufgearbeitetes Verhältnis zu unserer jüngeren Geschichte? Wir vergessen ja gern, dass Hitler Österreicher war. Ja? Der Schmäh rennt ja noch immer, dass wir das erste Opfer sind des Nationalsozialismus. Und diese Sachen, wenn man sich mit dem beschäftigt, kommt man am Herrn Kordl nicht vorbei. Also der Herr Kordl ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt in dieser Geschichte, bis ich dann gesagt habe, na dann ist das praktisch die nächste Arbeit konsequent eigentlich dann der Herr Kordl nach Austrophobia. Und dass ich das dann alles natürlich jetzt, inwieweit ich diese Pandemie zum Beispiel jetzt mit dem Herrn Kordl in Verbindung bringe, finde ich recht schwierig.
Weil ich habe meine Vorstellung gespielt und nach der Vorstellung ist im Rahmenhof, nach der Vorstellung ist eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, weil ich mich bedankt habe bei den Leuten, dass sie Maske tragen und dann auch gemeint habe, es wird sich wahrscheinlich ohne Impfung werden wir nicht werden wir das nicht bewältigen können, diese Krankheit oder diese Pandemie. Und daraufhin kommt die Frau zu mir und sagt, warum sagen Sie das? Nachdem Sie den Herrn Karl gespielt haben, ist es doch völlig unlogisch, dass Sie aufrufen zur Impfung. Und man hat gedacht, aha, wie tickten die jetzt? Ja. Und dann haben wir gedacht, aber irgendein Gedankengang muss ja dahinter sein. Also habe ich das, ich verstehe es noch immer nicht, aber irgendwas ist da. Ja. Und es ist schwierig. Schwierig, finde ich. Also man kann nicht eins zu eins übersetzen, jetzt sage ich jetzt einmal Mitläufertum bei den Nazis mit Corona-Gegner, Impfverweigerer, das ist schwierig, es geht irgendwie, der Riss geht in eine andere Richtung. Naja, vor allem, ich meine, der große Unterschied zwischen Nazis und Impfung ist vor allem eine gewisse Form von Wissenschaftlichkeit. Also man kann ja Impfwirkungen wissenschaftlich belegen, ja. Wohingegen ja, die nationalsozialistische Ideologie war wenig wissenschaftlich fundiert. Ja, aber wie absurd ist das, dass zum Beispiel jetzt Impfgegner sagen oder Impfverweigerer sagen, wir sind die neuen Juden. Da denke ich mir, was rennt da jetzt komisch? Ja, ja. Ja. stimmt. Aber du, sag, Anni, ja. Wollen wir uns nicht in dieses Thema versteigen, aber wäre es nicht auch denkbar oder zusätzlich denkbar, einen Herrn Karl zu schreiben, der jetzt ist? So, weißt du, also weil das ist so spezifisch, der Herr Karl ist wunderbar und wichtig, ein österreichisches Sittenbild, wie es treffender selten gemacht worden ist, sogar nicht mal vom Thomas Bernhard so treffend oft, ja. Oder darf man nicht vergleichen, was habe ich gerade gesagt. Aber es war ein Sittenbild von Österreich, wie es war vor 80 Jahren. Mhm. Und jetzt fände ich das ganz lohnend, vielleicht eine Figur zu schaffen, die den Kurz wählt oder so, oder gewählt hat oder wieder wählen wird. Ja. Oder so, keine Ahnung. Irgendjemand, der mit der österreichischen EU, Impfung, Pandemie, diese ganzen Themen, die aber gibt es so eine Figur, wo sich das alles vereint wie in einem Brennspiegel oder so, das ist schwierig. Ich glaube immer, es ist relativ leicht, mit einem gewissen zeitlichen Abstand über irgendwas zu reden oder schreiben oder etwas zu spielen. Mhm. Also den Herrn Karl jetzt zu spielen, geht natürlich leichter mit dieser gewissen, ich meine, der war damals 1960, das war dann auch erst 15 Jahre nach Kriegsende, ja. Ist er 1960 erst geschrieben worden? Ich ja, 1960, früher. Ja. Ah, okay. Aber es sind dann doch 15 Jahre dazwischen. Ja, also jetzt einmal in 15 Jahren über Kurz zu schreiben, wird jeder sagen, wer war das? Genau, hoffentlich. Nein, der wird dann gerade aber es ist natürlich, die Frage stellt sich sofort. Ja. Die Frage stellt sich sofort. Erstens einmal, kann man den Herrn Karl aktualisieren? Mhm. Geht nicht. Wurde versucht, ja, scheitert. Ja. Du kannst nämlich, was du nicht hast, ist diese ganz, ganz starke Zäsur, historische Zäsur des Krieges. Mhm. Und diese spezielle Situation, wo solche Charaktere dann also sich bemerkbar machen, mhm, ja, solche Typen. Weil die sind ja nur sonst irgendwie verborgen. Ja. Und das könnte natürlich die Pandemie sein. Die Pandemie könnte so eine Ausnahmeerscheinung sein, wo alles auf einmal wieder aufbricht und wo Verhaltensweisen zutage treten, wo man geglaubt hätte, die gibt es eigentlich nicht. Ja. Also, aber das Stück muss geschrieben werden. Also das, mhm, glaube auch nicht, dass es ein Ein-Personen-Stück wäre, das wäre ein Mehr-Personen-Stück, das wäre ein Chor von Elfriede Jelinek, ich weiß es nicht, ja. Die Impfverweigerer, mhm, oder die Geimpften. Oder was die, weiß ich Geimpften was. Die Geimpften. Genau, die, ja. Geimpften. Die Geimpften. Stimmt. Ja, ich habe mir das natürlich überlegt, aber mhm, der Herr Karl ist dafür nicht, der Herr Karl, das Stück ist so toll,
das würde sofort zerbrechen. Ja? Das ist auch, das ist so auch ja, toll gebaut. Da, und ich bin ja, das ist ja von Merz und Karl Merz und Helmut Qualtinger, wobei ich ja immer mehr bei der Arbeit den Verdacht gehabt habe, dass derjenige, dass der Merz derjenige war, der wirklich die Konstruktion des Stückes zu verantworten hat. Mhm. Der Qualtinger hat die Wuchteln dazugegeben und hat es natürlich großartig interpretiert, und die Riesenaufgabe und die sportliche Aufgabe war, den Qualtinger zu übertrippeln bei der Geschichte, ja? Weil der steht ja übermächtig vor diesem Stück, und das habe ich, glaube ich, wenn ich es geschafft habe, dann deshalb, weil ich eine andere Form gewählt habe. Mhm. Also ich habe eben nicht, ich habe nicht gespielt im grauen Arbeitsmantel, in einem Magazin, Konserven einschlichtend in ein Regal, sondern ich habe das alles weggelassen und habe es wie ein amerikanisches Stand-up. Ich habe es auch als Arbeitstitel, habe es genannt, Herr Karl, eine Stand-up-Comedy. Und weil ich draufgekommen bin beim Wiederholen des Textes, beim Lautreden, das ist ja eigentlich wie ein Stand-up-Text ist, bis auf das Gespräch mit der Chefin, das habe ich dann weggelassen, aber eigentlich so, wie der Herr Karl mit diesem Lehrling spricht, oder der in Ausbildung, so spricht er eigentlich, kann er genauso gut direkt ins Publikum sprechen. Und das funktioniert. Also es funktioniert, da kommt eine Figur von vor 60 Jahren, stellt sich auf die Bühne und erzählt, wie es wäre es jetzt und wie es wäre es Stand-up-Comedy auf Netflix. Mhm. Und das geht sich aus mit dem Stück. Also das war halt die Art, um den Herrn Qualtinger vergessen kann man eh nicht, weil reicht schon der erste Satz und man hört den Qualtinger, auch wenn man es anders spricht. Ja. Mir brauchen Sie gar nichts dazu. Ich kenne das. Die Art von Sachen kenne ich. Aber Sie sind ein junger Mensch, der war eh schon, da hörst du den Qualtinger, ja? Ja, ja. Da brauche ich gar nicht viel machen, das ist einfach, aber das liegt nicht, weil ich bin ganz schlechter Parodist und ich kann es ganz, ganz schlecht nachmachen, mhm. Ganz, ganz schlecht. Aber da merkt man, das war gar nicht der Qualtinger, sondern das ist die Art von Wienerisch, die uns halt dann, die uns halt den Qualtinger, man sagt, das klingt wie der Qualtinger, nein, der Qualtinger hat Wienerisch geklungen, diese ja, ja. Art von Wienerisch, was halt aber du verloren kannst geht. Wienerisch sehr gut. Ich kann es gut, als und ich bin auch... Und ich bin auch wirklich ein Verfechter von der Auffassung, dass Theater auch eine Art von lebendigem Museum sein muss, Museum der Sprache, dass man Nestroy und so weiter, es sind Worte drinnen. Ich war so schockiert, meine Kinder wissen nicht, was Trottoir ist. Ja? Was ein Trottoir ist. Ich war schockiert, ich war im Schweizer Haus und sagte, ich hol jetzt ein paar Rohscheiben. Was sollen wir holen? Rohscheiben. So, was ist das? Sag ich, Chips. Ach so, Chips. Rohscheiben. Ja? Ich habe gedacht, das weiß jeder Mensch, was Rohscheiben sind. Ja? Die wissen das ja. Nicht. Und Trottoir, ich sage zu meinem Sohn, das ist da am Trottoir. Ja? Gehsteig. Kombinäsch. Ja? Das ist eine Lavur. Ja, das sind lauter Sachen, die man bewahren muss, weil das ist lebendig und das ist schön. Und auch bei Nestor, ich weiß, ich habe oft einen Streit gehabt mit Michi, mit Schottenberg, weil der hat inszeniert, ich habe in zwei Nestor-Stücken mitgespielt. Und da hat er oft gesagt, ja, das Wort, das da mal gehen wir weg, das weiß keiner mehr, was das heißt. Ja, sag mal, ich pack dich bei deinem Kakadu, ja, sage ich war der Weinball, ja, und das war der Geselle war, na, der hat die Straße gespielt, Christoffel. Ja. Und ich sage, dann so packe die bei deinem Kakadu. Na, der Kakadu ist der Schopf. Ja. Ja. Und ich sage, weiß ja keiner mehr, was Kakadu ist. Sage, ich weiß es. Und wenn ich es weiß, werden sie ein paar Leute auch noch wissen. Und wenn es jemand nicht weiß, dann fragt er halt, warum heißt das Kakadu? Na, weil das der Schopf ist. Ja. Und ich finde, das muss man bewahren. Das ist die lebendige Sprache. Ja. Ja, du, was würdest du jetzt inszenieren, wenn du was inszenieren würdest? Ach, gute Frage. Was ist jetzt? Ich liebe Beckett natürlich. Mhm. Ich liebe Beckett. Ich würde wahnsinnig gern Warten auf Godot. Ich habe es selber schon gespielt. Ich würde gern Warten auf Godot inszenieren. Ich habe schon inszeniert Geschichten aus dem Wienerwald. Würde es jederzeit noch einmal inszenieren, weil es eines der besten Stücke ist. Ich würde gerne mich wagen einmal, und da würde ich wahrscheinlich wie grandios scheitern, wie alle anderen, an die letzten Tage der Menschheit. Weil das wäre natürlich auch eine schöne Weiterführung nach dem Herrn Karl, wären die letzten Tage der Menschheit schon auch, weil der das wunderbar gelesen hat.
Aber das ist natürlich ein Monstrum, man kann das ja nicht im Ganzen spielen, an Text. Also das wären die Sachen, die mich interessieren, wenn jeden Horvath dabei eigentlich, ja? Also Glaube, Liebe, Hoffnung und diese Sachen. Da gibt es dieses Stück hin und her vom Horvath, das man eigentlich jetzt machen müsste, wo einer gefangen ist auf einer Brücke zwischen zwei Ländern und nicht vor- und zurückkommt. Echt, das ist super. Das schauen wir mal an. Okay. Ja, ja. Das wäre also Endspiel habe ich gespielt im Ensembletheater. Genau, am Petersplatz. Am Petersplatz, noch unter der Regie vom Dieter Haspel. Mhm. Aber ich finde Warten auf Godot schöner. Also das ist einfach ein so schönes Stück. Schwierig zu spielen, weil die sich immer, man kann so falsch abbiegen. Weil die fragen immer wieder, was tun wir hier? Wir warten. Worauf? Auf Godot? Ach ja. Und das kommt immer 10-mal, glaube ich, vor. Und wenn man da falsch aussteigt, überspringt man gleich mal eine Viertelstunde. Ja? Das stimmt, ja. Ich habe das auf Jiddisch gesehen in Tel Aviv. Das hat super funktioniert. Ja, kann man vorstellen. Ja, ja. Beckett wollte nicht, dass es Frauen spielen. Ja. Hat es verboten. Ja. Würde sich jetzt vielleicht überlegen noch. Wahrscheinlich im Mainstream. Beckett hat geschrieben, man hat so lange das Schlimmste vor sich, bis es einem zum Lachen bringt. Auch schön. Auch schön. Ja, das dann hat man es hinter sich. Genau. Fertig. Schulstunde aus. Was? Noch nicht. Hallo? 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 Hallo, hallo, hier spricht Gott. Stimmt, ich sehe es. Was war das? Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Programm war. Da habe ich mit Gott telefoniert. Psst, war das, ja. Ja, genau, glaube ich. Du, bei dir ist am Schluss immer so da. Ja, aber ist immer der Sippesappe. Der Sippesappe. Sippesappe, ja. Oder der Bezug aufs Unendliche. Ja. Stimmt. Ich habe irgendwann einmal, bin ich im Schweizhaus gesessen und habe gesagt, mit einer Freundin und habe gesagt, weißt du, ich bin so froh eigentlich, dass ich nicht so fixiert wäre auf einen Satz oder so. Da war damals, ja, das stimmt oder, ja, oder danke ganz lieb und so. Ja. Also, jeder Kabarettist hat da irgendwie dann so einen Sager zugewiesen bekommen. Und ich habe gesagt, ja, ich bin eigentlich so froh, dass ich nicht sowas habe. Ja. Das ist so toll. Und dann sage ich zum Kölner, Entschuldigung, haben Sie mein Bier vergessen? Und er sagt, keine Sorge, der Zippe-Zappe wird schon nicht verdursten bei uns. Ja, aber das war auch etwas, was mir immer sehr, sehr gut gefallen hat, weil das auch eigentlich eine alte Komödie, eine alte Regel ist, du musst zuerst die Menschen zum Lachen bringen und wenn sie lachen, haben sie keine Angst mehr. Und wenn sie keine Angst mehr haben, dann sind sie offen und wenn sie offen sind, kannst du mit der Message kommen. Mhm. Und das war immer so bei deinen Programmen immer sehr gut gemacht, weil du hast eine Stunde gelacht und dann plötzlich Sippe-Sappe. Mhm. Und dann warst du plötzlich konfrontiert mit der Wahrheit der... Ja. Meine Damen und Herren, wir haben hier eine Tradition. Und zwar finden Sie vor sich am Tisch so Karten und einen Kugelschreiber. Und wenn Sie möchten, können Sie darauf etwas schreiben, möglichst leserlich und anonym. Und ich werde das dann absammeln und wir werden das dann vorlesen, was Sie da schreiben. Das können Anmerkungen sein, Kritik sein, Anregungen sein, whatever. Telefonnummer, genau. Was spielen wir denn jetzt?
Fang an. Ich kann es nicht lesen. Warte, wie kann man heute noch diese Masken, Buffons etc. spielen, ohne politische Correctness zu verletzen? Eine sehr gute Frage, finde ich. Ja. Natürlich, zum Beispiel gerade Krüppeln zu spielen, natürlich, also das mit der politischen Correctness ist, finde ich, um es unkorrekt zu sagen, ein großes Hindernis oft bei der Kunst. Weil speziell der Humor ja ununterbrochen an der Grenze der Correctness sich bewegt und natürlich oft die Grenze der Moral überschreitet, weil dann wird es erst lustig. Ja? Und das ist, glaube ich, also gerade wenn man in der Humorbranche tätig ist, ist es wahnsinnig schwierig, da immer aufzupassen. Es ist gefährlich. Es ist in Zeiten der Social Medien ist es natürlich, man macht einmal einen falschen, man sagt irgendwas Falsches und ist am Pranger gestellt und riskiert die ganze Karriere. Ja? Ja, und das ist wirklich ein großes Thema. Ein großes Thema und schwierig. Ja? Ich finde, die politische Correctness ist eigentlich der Feind der Komödie, weil es kaum eine Komödie gibt. Und da fangen wir jetzt eben bei Shakespeare schon an. Man kann nicht mehr Othello spielen, man kann den Kaufmann von Venedig nicht spielen und so weiter und so weiter. Ja. Und man kann eigentlich keine Komödie machen. Der widerspenstigen Zähmung kannst du auch nicht spielen. Und politisch korrekt sein. Das ist, und ich spüre es beim Unterrichten vor allem auch, dass ich wahnsinnig vorsichtig sein muss, was auch immer was Positives hat natürlich. Aber ich kann nicht mehr so direkt sein, wie ich früher war. Und ich merke an mir, dass ich nicht mehr so intuitiv arbeite wie früher, weil ich will ja auch niemanden verletzen. Und aber dieses Bewusstsein, womit man Gefühle von Menschen verletzen kann, ist natürlich ein Lernprozess für mich, aber das nimmt mir an Spontaneität und ich habe das Gefühl, für mich gesprochen, dass ich schlechter unterrichte als früher, wenn ich politisch korrekt bin und versuche. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt gestern auf der Uni eine Übung gemacht, wo die Leute so eine Art Fantasiesprache entwickeln, indem ich sage, ja, also kannst du Japanisch? Dann sagt er nein, sage ich, okay, super, mach diese Szene auf Japanisch, du spielst jetzt irgendwie. Und dann muss ich natürlich sagen, ich möchte aber da festhalten, wir wollen niemanden verletzen und jeder, der eine japanische Stiefmutter hat, ist natürlich dann nicht mitgemeint. Und also das ist, aber es ist natürlich schwierig. Blackfacing, Yellow Languaging oder sowas. Yellow Languaging. Also das ist dann natürlich immer irrsinnig mühsam. Stimmt. Ja, gute Frage. Gute Frage. Welche Rolle spielt die Stille im Leben von Andreas Witasek? Wow. Das war die Antwort. Nein, ist ein sehr wichtiges Element die Stille definiert sich ja als Zwischenraum zwischen zwei Tönen. Ja? Und das ist, sagt auch zum Beispiel Horvath, steht ja nie bei der Regieanweisung Pause, sondern immer Stille. Was ich schön finde, weil es ein Unterschied ist zwischen Pause und Stille. Ja. Die Stille, da geht es weiter, in der Pause ist halt Pause. Aber die Stille trägt noch weiter, was vorher war und geht zum nächsten über. Also das ist schon ein wichtiges Element auch immer wieder gewesen bei mir. Mozart hat gesagt, dass der Höhepunkt der Musik ist die Pause. Mhm. Weil es gibt ja, wie heißt das, Fermate, wo man das unendlich lang aus, oder wo das liegt am Interpreten, wie lange. Genau, eine Pause mit einer Fermate drauf. Genau. Ja, aber ich glaube, die Stille ist, muss man als Stilmittel immer wieder auch berücksichtigen und sagen, oder? Man hört da besser zu, wenn einer vorher ruhig ist. Ja. Schon, oder? Und das Publikum hat auch die Zeit zu verarbeiten, was gerade gehört. Ja. Das sind wahnsinnig tolle Fragen, Dankeschön. Ja. Ah ja, bitte berichtet beide von der ersten Bühnenerfahrung, die ihr hattet. Oh. Fang du an. Okay, ich fange an. Und zwar war das erste Mal Soloprogramm, ich weiß es noch, 21. September 1981 in der Volkshochschule Margareten VHS Stöbergasse.
Und ich habe zum ersten Mal mein erstes Programm gespielt und ich wollte jetzt einmal als Jubiläum zum 40-jährigen Bühnenjubiläum dort noch einmal spielen. Das gibt es nicht mehr. Das Theater gibt es nicht mehr. Das Haus wurde abgerissen. Und ich dachte, ist das ein Zeichen? Aber ich dachte, nein, das ist halt der Zahn der Zeit. Und da habe ich eben mein erstes Programm Spastic Slapstick. Furchtbarer Name, finde ich im Nachhinein, aber das waren halt die 80er Jahre. Und habe dort gespielt und das waren Teile, was ich schon in der Schule gemacht habe und so ein bisschen Masken, ein bisschen Jonglieren und so. Und es war, weiß ich noch, es waren 20 Leute im Publikum, davon habe ich 4 nicht gekannt. Ja. Und ich war eigentlich natürlich wahnsinnig nervös, das bin ich aber nach wie vor, das hört nicht auf. Komischerweise, und da geht es nicht mir allein so, ich habe mit Kollegen auch gesprochen, mit älteren Kollegen, mit dem Lukas und so, die sind mehr nervös jetzt als vorher. Ich bin auch oft mehr nervös vor wichtigen Sachen als vorher, weil man mittlerweile weiß, was alles passieren kann und dass noch mehr passieren kann, als man überhaupt ahnt. Ja. Das ist ja das Furchtbare. Wenn man jung ist, haut man sich rein, aber wenn man alt ist, weiß man, was da alles noch passieren kann. Und dann habe ich gespielt und es war eigentlich ein Erfolg und ich bin ins kalte Wasser gesprungen und es hat funktioniert. Und am nächsten Tag habe ich die zweite Vorstellung gehabt, da waren 14 Leute drin, die habe ich alle nicht gekannt und es war ein Flop. Da habe ich gleich die Erfahrung gemacht, die zweite Vorstellung ist die schwierigste, weil ich immer dachte, boah, ich kann es, ja. Die erste Vorstellung ist gut gelaufen, bin hin und es hat nicht funktioniert. Ja. Und so ist es halt immer wieder. Man kann noch so gut sein, die nächste Vorstellung kann wieder floppen. Also das gehört auch zum Beruf dazu. Ja, das ist das am Theater. Das ist ein flüchtiges Medium und man muss jeden Tag die Leistung bringen. Man kann nicht sagen, ja, 1972 war ich mal gestern, gut. Wenn Sie kommen sollen, so. Da war ich gut. Genau, das war, genau. Was kommen Sie heute? Ja? Ja, selber schuld. Genau. Ja. Und bei mir, meine allererste Theatererfahrung war, da war ich ungefähr 8 Jahre alt. Ich habe das große Glück gehabt, ich habe im Kindergarten mich befreundet mit der Familie von einem ganz, ganz bedeutenden Burgschauspieler von Walter Reier. Mhm. Und der hat im Sommer immer den Jedermann gespielt, also so, glaube ich, 12 Jahre lang und war immer bei den Salzburger Festspielen. Mhm. Und dadurch, dass ich eben ohne Vater aufgewachsen bin, haben die sich sehr um meine Schwester und mich angenommen. Die Familie und das war super und ich habe dann dort in ihrem Haus den Sommer verbracht. Und die Frau von Walter Reier hat sich das wirklich angetan, mit ihren 4 Kindern und den sogenannten Adoptivkindern. Wir haben aufgeführt Helden von George Bernard Shaw und haben die Kulissen selber gemalt. Und die Michou Fries war auch da. Echt? Also die war und die Cordula hat gespielt. Und die Cordula hat gespielt, die hat die Raina gespielt, natürlich die Hauptrolle. Und die Michou hat dann die Dienerin gespielt, in die ich verliebt war. Mhm. Und wir haben da gespielt und das war unvergesslich. Und dann hat im Theater in der Wien gleichzeitig das Musical Helden gespielt, mhm, mit dem Kurt Sobotka. Das weiß ich, dass der Kurt Sobotka dabei war, weil der hat meine Rolle gespielt. Ist das Udo Jürgens Musik gewesen? Nein, das war nicht. Das glaube ich, keine Ahnung. Der Rolf Kutscher hat das damals inszeniert. Mhm. Und wir sind dann mit unseren Kostümen vom Lambert Hofer als gesamtes Ensemble kostümiert in die Vorstellung gegangen im Theater in der Wien. Und ich habe dann von Kurt Sobotka bekommen, von Nicola an Nicola, also weil das war unsere Rolle. Und also das war meine erste Bühnenerfahrung. Sehr schön. Gut, auch schöne Frage. Ja. Du bist dran. Hat sich das Publikum nach Corona verändert, nach dem Lockdowns und beziehungsweise während? Ja, nach können wir noch nicht sagen, ne? Genau. Was ich wirklich rührend finde und toll finde und wo ich mich auch jedes Mal jetzt nach der Vorstellung bedanke bei den Leuten ist, dass sie überhaupt kommen, auch danke an Sie, dass Sie heute gekommen sind, dass Sie sich das antun, dass Sie hier nicht, weil das ja Gastronomie ist hier, aber dass sie mit Masken sitzen, dass sie sich das wirklich antun, mit Masken sich eine Vorstellung anzuschauen. Und das zeigt doch davon, dass es eine Bereitschaft gibt, zu unterstützen,
Ich sehe das auch als Zeichen an, weil ehrlich gesagt, ich habe auch keine große Lust, mit einer Maske im Theater zu sitzen oder im Kino, wie es mir jetzt passiert ist. Ich habe das eh schon erzählt, ich habe mir jetzt den neuen James-Bond-Film angeschaut, mit Maske 3 Stunden und verschnupft. Das war schrecklich und ich habe dann halt Popcorn gegessen, weil ich hasse Popcorn, aber dadurch habe ich die Maske runtergeben können. Und also ich glaube, was ist, wenn man sagt, das Allerschlimmste hat auch gute Seiten, dann ist es, wäre die gute Seite, dass man sieht, dass es ein Publikum gibt, das Kunst als wirklich als wie heißt das, systemrelevant empfindet, und nämlich nicht nur als systemrelevant, sondern als lebenswichtig. Und das ist für uns eine Bestätigung, für uns Künstler eine Bestätigung, auch weiterzumachen, weil ich glaube, da bin ich nicht allein, sehr, sehr viele überlegen sich, ob sie überhaupt weitermachen sollen. Es ist auch so schwierig, man weiß nicht, ob man nächsten Monat wieder spielen kann, unter welchen Bedingungen man spielen kann. Tourneen werden ununterbrochen abgesagt. Mich hat die Pandemie erwischt, mitten in einer Österreich-Tournee, wo ich alles absagen habe müssen. Dann war kurz das Fenster, wo ich den Herrn Korl gespielt habe. Ich habe 3 Monate gearbeitet an dem Dings, habe 3-mal gespielt, Premiere, 2 Vorstellungen und dann wieder Lockdown. Und dann ein halbes Jahr wieder. Also das ist wirklich schwierig. Also abgesehen davon, dass es finanzielle Katastrophe ist, ist es auch vom künstlerischen Biorhythmus her schwierig. Oder nicht, man ist es nicht gewohnt, dass man so arbeitet. Man ist gewohnt, man arbeitet auf eine Premiere hin, dann spielt man es und beim Spielen wird es dann hoffentlich noch besser. Ja? Aber man braucht ja auch die Auftritte nachher noch. Und diese Art von Rhythmus kennt keiner von uns. Und deswegen ist es auch wirklich toll, dass das Publikum kommt. Wenn immer es möglich ist, kommt das Publikum. Mhm. Und das finde ich super. Der Heiner Müller hat 1995 einmal gesagt, so ganz zynisch, wenn man daran zweifelt, ob das Theater wichtig ist, sollte man mal alle Theater für ein Jahr schließen. Mhm. Ja. Und jetzt war das ungefähr der Fall. Und ja, jetzt schauen wir ganz schön blöd aus der Wäsche teilweise. Weil aber ich hab einmal gesagt, wenn die Leute wüssten, wie wichtig das Publikum ist für eine Vorstellung, dann würden sie Geld verlangen für einen Eintritt. Genau. Die Idee sollte unbedingt beibehalten werden. Ich finde die Diskussion überaus interessant. Überaus interessant. Okay, die Idee hier das zu machen, nehme ich an. Ja. Oh, danke. Danke schön. Ja, danke. Keine Frage, aber wird gerne. Und hier, wir freuen uns auf den nächsten roten Ball. Steht. Hier. Ah, den roten Ball. Sie meinen von der SPÖ einen Ball, oder was? Nein. Wen? Von wem? Nein, ich weiß, der rote Ball, das war meine Jonglier-Nummer hat geheißen, der rote Ball. Mhm. Und ja, schauen wir mal. Vielleicht schaffe ich es noch einmal. Aber ich muss wirklich versuchen, einen weichen Apfel zu finden beim Jonglieren. Und keinen Granny Smith. Nein, aber das wollte ich auch vorerst noch mal sagen, bei dieser Jonglier-Nummer. Das war insofern auch richtungsweisend, weil der Andi mit den Bällen eine Geschichte erzählt hat und es gab dann 10 Jahre Adam und Eva genau. und es 10 Jahre später hat man dann in Paris den sogenannten Nouveau Cirque entwickelt, wo eben anhand von Zirkustechniken und Disziplinen Geschichten erzählt worden ist, und da warst du wirklich einer der Vorreiter. Naja, es war auch in der Schule war zum Beispiel Akrobatik ein Fach, aber es war Akrobatik Dramatik hat das geheißen, also es war dramatische Akrobatik, das heißt, man hat nicht nur einen Purzelbaum gemacht oder einen Handstandüberschlag, je nachdem, was man gekonnt hat, sondern man hat das mit einer Geschichte verbinden müssen. Also dann war halt der Purzelbaum eine Weltreise zum Beispiel. Mhm. Ja, also dass die Akrobatik nicht für sich dasteht als Sportart, sondern eine Geschichte erzählt. Mhm. Und das war auch in der Schule ein Unterrichtsfach. Ich bin dran. Ja. Ich möchte Sie jetzt beide in einem Nestroy sehen, bitte. Ja, gerne. 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 Sie haben die Kontaktadresse. Ja, wir spielen. Sie zahlen, wir spielen. Nein, gerne. Nestroy unbedingt. Mhm. Ich habe gespielt.
Und der Hilde Socher noch das Haus der Temperamente. Da habe ich den Guido Trüb gespielt, so einen depressiven Sohn. mit mir, ein anderer Sohn war der Cornelius Obonia, Hakon Hirzenberger war noch und der Schlager, Andi Schlager, wir waren die vier Söhne. Ja, das war lustig. Unsere Väter sind, glaube ich, schon alle tot, die das gespielt haben. Ja. Und Hilde Socher. Und Haus der Temperamente ist ein ganz aufwendiges Stück, weil es spielt auf vier Ebenen. Jedes Temperament hat eine eigene Wohnung und das geht so, da geht der Text quer über die Dings. Man muss irrsinnig gut aufpassen. Eine filmische Vorausahnung eigentlich vom Nestroy. Also praktisch zu Ebene Erde und im ersten Stock und noch einmal geteilt. Also es ist echt schwer zum Spielen, weil man muss sehr gut aufpassen, wo die Stichworte kommen und so. Und dann habe ich gespielt unter Schottenberg einen Jukes will er sich machen, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, wo ich mit der jungen Kathi Strasser gespielt habe, die auf einmal da dahergekommen ist und es war eine große Freude, mit der Kathi zu spielen, weil das so eine Urkraft ist, eine theatralische, und es war wirklich toll. Und dann habe ich noch umsonst gespielt, also ich habe ja oft in Stücken gespielt, die identisch mit der Gage waren. Ja. Also Dario Fo bezahlt wird nicht, genau. Einen Jux will er sich machen und umsonst. Ja, und dann habe ich gespielt, dann habe ich Raimund einmal gespielt, wo ich, glaube ich, gefloppt bin. Ich habe das nicht gut gespielt. Das war der Alpenkönig und der Menschenfeind. Ich habe da durchgeschrien die ganze Zeit, anstatt dass ich, ja, weil ich geglaubt habe, je mehr ich schreie, desto böser bin ich als Menschenfeind, aber das stimmt nicht. Nicht? Dafür gibt es aber auch einen Regisseur, der sagt, du bist auf dem falschen Weg. Aber gut. Man will ja, ist ja immer so, nicht? Wenn das Stück, wenn es ein Misserfolg ist, ist der Regisseur schuld. Wenn es gut wird, waren die Schauspieler super. Ja, ja. Das kenne ich auch von der anderen Seite als Regisseur. Ja, ich auch. Ja, also jedenfalls gerne, Nestroy jederzeit. Du, mit Masken, Nestroy mit Masken. Ja. Hast du das schon mal überlegt? Ja. Weil das ist eine es ist ein Commedia dell'arte Ensemble eigentlich, ein Nestroy-Ensemble, oder? Ja. Kommt ja schon von der Komödie her. Ja, natürlich. Alle Molière. Alles kommt von der Komödie. Ja, ja. Ja, klar. Wäre witzig. Also gerade die Diener, nicht? Diener. Ja, sicher. Wie heißt das? Nicht der Zerrissene, echt Idiot. Wie heißt das? Mit der roten Perücke, Talisman. Das ist Talisman. Ja, sicher. Ja, na klar. Das ist ein Alikino, der Talisman. Na, unbedingt. Ja, ja. Und der steigt auch auf, die ganzen vier hierarchischen Ebenen und fällt dann wieder zurück. Genau. Ja. Gesetzt den Fall, jemand macht in 40 Jahren eine Vitasec-Homepage, Entschuldige. Aber 40 Jahre, ich habe schon eine Homepage. Ja. Der Hommage. Hat 40 Jahre gedauert. Welche Sketches von Ihnen würden Sie gerne in dieser sehen? Ich würde überhaupt die Hommage in 40 Jahren gerne sehen. Von wer spielt sie? Da wäre ich nämlich 105 und das würde mir schon ganz gut gefallen. Da wäre mir eigentlich wurscht, was gespielt wird. Also meine Erfahrung ist, dass Sachen, die früher so ein bisschen unterm Radar gelaufen sind und ich selber als nicht besonders gelungene Nummern empfunden habe, oft besser überdauern als die, die im ersten Moment so super waren. Das heißt, es gibt manchmal noch so, die brauchen ein bisschen Lagerzeit, wie ein Wein. Ja? Die müssen ein bisschen liegen und dann sagt man, also eigentlich, es ist nicht ganz gelungen, aber die Grundidee war eigentlich ganz super bei der Nummer und das ist mir halt damals nicht gelungen, die fertig zu machen. Also da bin ich, da würde ich sagen, die Klassiker, der rote Ball, der Zippezappe und so, aber dann vielleicht ein paar unbekannte Nummern wären auch ganz nett. So gescheiterte Versuche auch. Ich habe einmal was gemacht, das war ganz witzig. Der Martin Buntigam, Kabarettist, hat so eine Reihe gehabt wo im Kabarett Niedermeyer, wo er Leute eingeladen hat. Und ein Punkt war, so wie wir zwei es machen, und ein Punkt war, man soll mitnehmen die schlechteste Nummer, die man je gespielt hat. Und da habe ich, und das war dann wirklich witzig, weil ich habe eine Nummer geschrieben, und zwar habe ich geschrieben, habe ich praktisch bearbeitet die Verwandlung von Kafka. Nur, dass damals Jörg Haider aufgewacht ist in einem Asylantenheim und ein Türke war.
Ja, gute Idee, prinzipiell. Also hat dann Jürgil Haider geheißen und hat sich in Wahrheit einfach dann ein Türke. Ja, das war halt, und habe die Nummer wirklich ausgeschrieben, so sehr im Kafka-Stil und so, bis ich dann drauf gekommen bin, die Nummer ist eigentlich eh gut, aber die Gleichsetzung Türke ist gleich Ungeziefer geht nicht. Man kann nicht sagen, der Türke ist gleich, also ja. Der Käfer ist der Türke. Deswegen ist die Nummer, da sind wir wieder beim politischen Korrekten, politisch korrekt, und das wäre schon damals nicht gegangen. Und ich habe aber die Nummer dann vorgelesen, im Aspekt von, das geht nicht, und das ist die schlechteste Nummer, weil das funktioniert politisch nicht. Ja. Obwohl die Idee gut ist, dann war das eigentlich eine ganze, dann doch eine witzige Nummer. Ja. Nur halt politisch völlig inkorrekt. Ja, ja. Ja. So wie jede gute Komödie. Ja. Ja, klar. Meins ist fertig. Meins ist auch fertig. Ja, vielen Dank. Ja. Das ist ein schöne Matinee. Wie kann man Sonntag ebenfalls besser verbringen? Ja, genau. Oder? Genau. Besser als Pressestunde, oder? Ja. Genau. Lieber Andi, danke, dass du hier Lieber warst. Markus. Und es war total cool. Ja, danke schön. Danke und Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ja, ja. Ja. Und meine Damen und Herren, am 5. Dezember ist die nächste Wildbad Hart mit einem wirklichen Kontrastprogramm. Es kommt Dr. Herbert Kort. Das ist ein Mäzen, einer, der richtig viel Geld hat und das ausgibt für Kultur. Kann ich da auch kommen? Ja. Und das wird sehr spannend. Okay, meine Damen und Herren, danke und danke nochmal an Sporg und Bess für die wunderbare Betreuung hier. Und bis bald. Schönen Sonntag.